Guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin's, Schwenkott, und heute schauen wir uns wieder ein weiteres Spiel an vom Arcane Duels Mage Wars Turnier, was gerade am Laufen ist. Wir sind noch in der Gruppenphase, heute in der Gruppe B unterwegs, und wir sehen Aridigas, der gegen Mr. Bubu spielt. Das ist deswegen was Besonderes, weil das beides deutsche Spieler sind. Aridigas kenne ich ja selbst, den habe ich schon ein paar Mal getroffen. Mr. Bubu weiß ich nicht genau, woher der kommt. Aber ich habe gerade gesehen, er kann Deutsch, und von daher ein rein deutsches Duell heute. Ihr seht, beide haben bereits ein Spiel verloren. Die können sich also eigentlich nicht weitere Niederlagen leisten und müssen hier jetzt Vollgas geben, wenn sie in die nächste Runde kommen wollen. Und wir sprengen sofort ins Spiel rein. Ich bin mal wieder nicht alleine. Heute habe ich mir sogar doppelte Verstärkung mitgebracht. Hallöchen, der Flo hier wieder. Guten Abend, die Schneeente. Also Flo und Schneeente sind wieder am Start. Die waren Flo das und letzte Schneeente. Mal alleine bei mir zu Gast, und jetzt sind sie zusammen da und gerne auch immer wieder. So, was sehen wir? Linke obere Ecke, Aridigas hat den Zauberer ausgepackt, der abgedatet wurde, ist jetzt nur noch Luftzauberer und kriegt andere Zauber, Feuer, Erde und Wasser, also zu doppelten Kosten. Und wir haben rechts unten Mr. Bubu hier unter dem Namen Round the Corner unterwegs auf Octagon. Er hat den Tiermeister ausgepackt. Gut, was können wir hier erwarten? Normalerweise würde ich sagen, der Zauberer bevorteilt alleine, weil er einfach ein Mana mehr pro Runde generiert. Ja, und außerdem das epische Aussehen, das gibt ihm auch noch viel mehr Stärke. Meinst du? Der ist aber doch ganz schön alt, ein alter Knacker, guck mal. Ja, aber er ist ja ein Interessant. Zauberer, also das ist so eine Illusion, die er sich nur aufgesetzt hat, ne? Wir können jetzt schon an der ersten Runde erkennen, dass das mal was Neues wird. Bisher waren ja bei den Spielen, die wir kommentiert haben, da ging es immer ewig. Keine Ahnung, 3 Stunden oder 4 Stunden. Und jetzt haben wir endlich mal jemanden, der hier erste Runde ein fettes Viech holt. Also ich meine, so ein Grizzlybär, das verspricht Aggro-Style. Das gefällt mir schon sehr gut. Das heißt, dass wir hier nicht ein 4-stündiges Spiel sehen, sondern die Entscheidung, ja, bestimmt innerhalb der ersten Stunde fallen wird. Sowas gefällt mir Also nicht. kein Spawnpoint für den Tiermeister. Ja. Und Ja, und nicht Aridigas. mal ein Mana, nicht mal eine Mana-Blume. Und Aridigas eröffnet, jetzt nicht unbedingt klassisch, aber er eröffnet so, dass er alle Möglichkeiten in der Hinterhand hat. Arcana Ring, den kann man im weiteren Verlauf des Spieles immer brauchen. Und dann den um 1 vergünstigten Mana-Kristall. Also er hat nur 6 Mana ausgegeben und ist daher jetzt auf 25 Mana hoch. Könnte man jetzt eigentlich auch was Großes erwarten. Könnte man, jo. Also, naja, jetzt hat ja der Magier diesen Wirbelwind. Kostet ja irgendwie 14 oder 16. Wer weiß. Beziehungsweise, als Magier hast du irgendwie sowieso die Möglichkeit, quasi jede Kreatur zu spielen. Dadurch, dass du die ganzen Arkan-Dinger billiger bekommst, hast du Interessant, ja einen Puffer. du machst den gleichen Fehler, den ich auch immer mache. Ich nenne den Zauberer auch immer Magier. Und das ist ja Ja. irreführend, weil eigentlich ist ja jeder Magier, Magier, ne? Ich meinte Wizard, ja. Ja. Zauberer, genau. Also zu der Situation jetzt. Ah, jetzt kommt die Mana-Blume. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn die Spieler gleich gut sind, hat an sich Aridigas jetzt schon echt einen Vorteil, alleine vom Opening her. Aber gut, jetzt durch die Mana-Blume, mal gucken. Oh, das ist ja. Hast du im Chat gelesen? Er hat die Mana-Blume aus Versehen gecastet und Aridigas hat ihm erlaubt, es wieder zurückzunehmen. Nett, nett. Oh, das ist ja jetzt interessant. Also, im ersten Moment sieht das sehr gegensätzlich aus, die Strategie. In Runde 1 sich einen Bären holen, da denkt man, okay, jetzt geht's los, Aggro.
weil er ja nicht in Mana investiert hat. Und Runde 2 holt er dann ein Meditationsamulett ohne Spawn Point. Das wird, glaube ich, nichts. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, ja. Ja, also Meditationsamulett könnte irgendwie dann ein paar Level 1 Kreaturen mit dem Schnellzauber hinterherkommen. Weiß ich nicht. Er nimmt sich ja auch die Möglichkeit, sich dann vorwärts zu bewegen. Er braucht ja immer eine ganze Aktion, um diese 3 Mana hinzuzufügen. Boah, ich weiß nicht. Würde ich das machen, wenn so ein böser, großer Grizzly auf mich zukommt, nach einem zweiten Mana-Kristall stellen? Und Aridigas hat jetzt hier eigentlich schon mal ein gutes Fundament geschaffen. Also die Gorgonenschützen, wenn man die beschützen kann, ist natürlich ideal, um den Grizzly ungefährlich zu machen. Boah. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von ihr. Also von der Medusa, von dem Gorgon Archer. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie 16 Mana und es gibt, also dafür hat sie halt wirklich relativ wenig Rüstung, also 1 Rüstung und 13 Leben. Das kann schon mal mit so einem ausgerüsteten Bären, wenn der dann mit 9 oder gar mit 11 Würfeln zuhaut, schlägt er einmal zu und das Ding kann tot sein. Klar. Aber ich glaube nicht, dass der Bär mit vielen Verzauberungen ankommen wird, denn Aridigas kann die ja mit suchender Zerteilung sofort wieder runternehmen. Er wird jetzt mal abwarten. Wenn jetzt eine Verzauberung kommt, dann weiß er, der Bär, der wird wahrscheinlich als Ziel von Verzauberungen da stehen und dann werden auch mehr Verzauberungen kommen und dann wird er auch die entsprechenden Zauber vorbereiten, um die da sofort zu entfernen. Ein anderer Weg könnte sein, er reduziert einfach die Rüstung vom Bären, meinetwegen durch eine Säurekugel oder durch einen Rust. Und ich meine, 15 Trefferpunkte kann man auch relativ schnell runterballern. Das stimmt. Gerade als Magier hat man ziemliches Schadenpotenzial, das man plötzlich entfesseln kann. Ich würde als Zauberer würde ich davon ausgehen, dass der jetzt auch bald sein Türmchen stellt. Und das vielleicht sogar so ein bisschen als Bärenfutter, das da so hinzustellen, damit die Gorgonenschützin und der Turm den Grizzly vielleicht behandeln können. Das ist eine gute Taktik. Wenn man den Turm und die Gorgonenschützin eben nicht im gleichen Feld hat, meinetwegen sogar 2 Felder voneinander entfernt, dass wer auch immer von den beiden im Nahkampf angegriffen wird, der andere kann unbehelligt ballern. Ne? Naja, und in dem Fall ist ja die Gorgonenschützin durch den Effekt sehr sinnvoll, ne? Dann wird ja der Grizzly immer schwächer. Ja, also. Ich glaube, da kommen noch mehr Grizzlies. Ja, habe ich mir auch fast gedacht. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, eine große Kreatur nach der anderen da in den Tod zu schicken. Aridigas scheint sich sehr, sehr sicher zu sein. Sonst wird er hier jetzt nicht im Angesicht des vorrückenden Bären noch einen Mana-Kristall aufstellen. Aber immerhin, er hat jetzt jede Runde den Bonus von seinem Ring genutzt. Ja, das schon. Ja, Mana-mäßig. Naja, was ich interessant finde, ist, dass beide keinen Spawn-Point haben. Das könnte dann den Aktionsnachteil, den er eigentlich Round the Corner hat, wieder ausgleichen. Hat er gerade. Hat er. Steht er da jetzt mit dem Grizzly und hat geguardet? Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich meine, wenn du schon so früh eine Kreatur holst, dann musst du auch Druck machen. Ansonsten ist das Mana jetzt ja. Das Mana hast du investiert. Das hat dich 17 Mana gekostet und jetzt macht das 17 Mana nichts. Und bei Aridigas, der hat mit seinem Mana was gemacht. Kristalldinger geholt, Mana-Kristalle. Und hat quasi Verteidigung geschaffen, ja, um seinen Grizzly jetzt zu neutralisieren. Das war ja. Ja. Also entweder Aridigas hat 3 Mana pro Runde mehr, eventuell sogar 4. Oder die Mana-Sammlung ist ungefähr gleich, aber dann hat Mr. Boo eine Aktion weniger. Das wird sich auf Dauer schnell bemerkbar machen. Ja, das sieht schon sehr, sehr ungünstig für Dr. Für, wie heißt der nochmal? Mr. Boo. Nee. Ich denke die ganze Zeit an Dr. Mambo. Mist, ich muss mir jetzt den Namen mal anschauen. Mr. Boo. Okay. Ja.
Genau, es gibt in der gleichen Gruppe B gibt es halt einen Mr. Bubu und einen Dr. Mambo. Ja, Doktor, wir haben ihn ja nur Doktor genannt. Vielleicht bedeutet das DR was ganz anderes. Ach so. Dreist. Ja, okay. Ja, vielleicht bedeutet es auch, dass MR was anderes. Ja, das stimmt. So. Jetzt muss Avidiger sich bewegen, wenn er noch eine Zone mit einem Kristall pflastern möchte. Ach, da wird bestimmt eine zweite Schützin kommen, dass der hier gar nicht näher rankommt, der böse Grizzly. Du meinst ein zweiter Gorgon-Archer? Auch wieso nicht? Weil man sehr selten zwei im Deck hat. Also ich kann ja einen verstehen, wenn du halt genau in so einer Situation bist wie jetzt, gegen Beastmaster spielst und so weiter, da kann ich es ja noch verstehen, dass man einen hat. Aber zwei? Tata, da ist er. Als Wasserelementar getan. Natürlich enorme Kosten, weil das die Schule doppelt bezahlt werden muss. Ja. Wasserele, sehr interessant. Das meine ich mit, ja, der muss halt für AK nur 1 bezahlen, der kann sich's deswegen leisten. So eine Der Wasserelementar funktioniert wunderbar mit der Gorgonenschützin. Der hat eine gute Chance auf Push und kann einen Gegner, der eben zur Gorgonenschützin reinläuft oder irgendwie zu nah kommt oder vielleicht auch zu weit weg steht, dorthin pushen, wo die Schützin auf ihn schießen kann. Jo, das passt schon gut, das stimmt. Sowieso ist das Wasserelement ziemlich gut gegen gegen Kreaturen generell. Ich meine, das Ding hat 16 Leben, aber resilient, also quasi 32 normale Leben, weil ja nur die kritischen zählen, und das Ding hält einiges aus. Und in der gesamten Zeit kann man mit dem Gorgon Archer und mit Arcane Zap und weiß der Henker noch allem noch hinten drauf schießen, das ist schon echt ganz gut. Und ganz grundsätzlich 4 plus auf Push, das ist 75% Chance. Und ja. Oh, jetzt hat er den Magier entfernt. Mal gucken. 75% Chance auf Push ist natürlich gut. In den meisten Fällen hält sich nämlich das Ziel und der Wasserelementar selbst in einer der Randzonen auf. Es gibt 12 Spielfelder in der Arena und nur 2 davon sind in der Mitte. Das heißt, in 10 Zonen, in der der Kampf stattfinden kann, würde der Push eben auch gegen die Außenwand stattfinden können. 75% Chance auf nochmal extra 3 Würfel, das macht sich auch schnell bemerkbar. Ja, tatsächlich gegen diese 2 fetten Kreaturen nicht so sehr, aber gerade gegen kleinere, die nur 1 oder gar keine Rüstung haben, ist das richtig stark, ja. Aber interessant, beide haben immer noch keinen Spawnpoint. Das ist selten. Keine Battleforge, nichts. Herr Riediger, es wird jetzt diese Runde genau bei 0 Mana rauskommen. Was ist die Verzauberung auf der Gorgonenschütze? Wahrscheinlich Akeros Favor. Es gibt nicht viele Verzauberungen, die da Sinn machen. Also Akeros Favor gehört dazu. Brace Yourself wäre denkbar. Auch nicht optimal. Was ich noch ganz gut finde, ist Rhinohide. Wie wäre es denn mit der Verzauberung, dass die Fernangriffe einen Würfel mehr haben? Ja, Hawkeye ist auf jeden Fall auch. Ja. Also, ehrlich gesagt, finde ich Verteidigung nicht so gut auf ihr. Lieber den Schadensausstoß erhöhen. Weil gerade wenn du jetzt noch ein Wasserele hast, das kann ja einfach auf Guard gehen. Guck mal, wenn der, also den Grizzly da alleine vorzuschicken, ist ganz, ganz katastrophal schlecht. Der stirbt. Der muss jetzt alleine gegen diese 2 dicken Kreaturen auskommen, plus den Mage, und er bekommt keine Unterstützung. Oh je. Aber immerhin hat er Initiative, also er kann jetzt mal ranlaufen. Und so erstmal dem Feuer von der Gorgonenschützin entgehen. Also ich finde Roundhead auf der Schütze nicht schlecht, weil sie eben regenerieren hat. Du deckst es eben reaktiv auf einen Angriff, wenn die Gorgonenschützin ist oftmals Priorität Nummer 1 als Schützin, also als Fernkampfkreatur, hat sie relativ wenig HP, Trefferpunkt. Also kannst du sie leicht beseitigen, ohne jetzt einen großen Mana-Aufwand,
oder auch Nahkampfkreaturen können sie leicht angreifen. Und wenn dann reaktiv die Nashornhaut aufgedeckt wird, dann wird von dem ersten Angriff schon mal was abgeblockt und gleichzeitig regeneriert sie ja dann auch. Also sie wird dann ein sehr, sehr viel, viel widerstandsfähigeres Ziel dadurch. Ich stimme dir zu. Generell ist Rhino halt natürlich gut auf Kreaturen, die Regeneration haben, auf jeden Fall. Aber jetzt hier in der Situation ist es sinnvoller, den Schadensausstoß zu erhöhen, weil man kann ja einfach garden. Der Grizzly steht dort alleine. Das heißt, wenn das Wasserelementar gardet, kommt der Grizzly nicht mehr vorbei. Deswegen braucht ja die Gorgonen gar nicht erst Rhino-Hide. Ja, grundsätzlich macht denn ein Rhino-Hide auf einer Gorgonschützin Sinn? Also wenn eine Kreatur in der Zone von der Gorgonschützin ist, dann ist die doch eigentlich schon, hat sie doch schon das Zeitliche gesegnet. Die kommt doch nicht mehr weg. Und laufen und schießen kann sie halt nicht. Also das muss echt situationsbedingt sein. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich Sinn macht, Rhino-Hide überhaupt auf einer Gorgonschützin. Ich sehe das so, wenn du eine Gorgonschützin in deinem Deck hast, und das ist eine wichtige Kreatur, sonst wirst du sie nicht reinmachen. Die kann halt viel, die kann in die Luft schießen, die kann den Gegner schwächen und sie stirbt nicht direkt bei einem Beschuss. Dann möchtest du die auch am Leben halten. Ja, also mir ist es eher wichtiger bei so einer Kreatur, dass die am Leben bleibt, wenn ich meine Strategie um die aufbaue. Dann möchte ich, dass die am Leben bleibt, weil solange die lebt, muss ich nicht zum Plan B übergehen, sonst kann Plan A weiterverfolgen. Und dann ist es mir das auf jeden Fall wert, da 4 Mana zu investieren, um die so ausdauernd zu machen, dass der Gegner sich zweimal überlegt, ob er die überhaupt angreift. Wie gesagt, generell möchte ich da auch gar nichts gegen sagen, aber jetzt hier in der konkreten Situation, er hat ja gesehen, er hat es nur mit dem Bären zu tun. Ja. Da wäre es ja eigentlich, also da wäre es nicht nötig gewesen, Rhino halt drauf zu zaubern. Allerdings hat er ja auch, ist er auf Guard gegangen mit seiner Archerin und das zeigt mir dann halt schon, dass er das vielleicht doch nicht so sieht. Also ich meine, wenn du auf Guard gehst, dann kannst du es auch dem, also kannst du dir auch Rhino-Hide geben, weil jetzt kann der Bär sie auf jeden Fall angreifen, selbst wenn das Wasserele garden würde. Ja, das ist natürlich. Also deswegen, ich wollte schon in Runde 1 sagen, mit der Archerin auf Guard zu gehen, ist eine schlechte Idee. Sollte man nicht machen. So kann man sie ja angreifen und du möchtest sie ja beschützen, dass sie nicht angegriffen werden kann. Also er vermutet wahrscheinlich, dass der Magier selbst das Ziel ist von den Bären und der Wasserelementar konnte nicht mehr Wache halten, weil er gerade erst beschworen wurde. Ja, aber dann nimmt man lieber den Schaden auf seinen Magier als auf die Kreatur. Denn der Magier stirbt nicht. Nicht von einem Bären. Ja. Und gleich kommt die Überraschung. Ist gar nichts davon. Ich denke immer noch Akiros Favor tatsächlich. Ja, aber auch. Sehen wir dann. So, jetzt sind jetzt mal 4 Schaden. Ja. Kein Problem, 2 Runden ist das wieder wegregeneriert. Ja, wie gesagt, es ist ein großer Fehler, alleine mit dem Bären vorzurennen. Der Bär ist zwar stark, aber nicht so stark, dass er das alleine regeln kann. Vor allem, wenn man da unten rechts noch so ein fettes Viech hat, das ist ja auch in Stufe 4. Animal. Und als Pet nochmal 5 Mana extra draufgezahlt. Ja. Das muss mit nach vorne. Ich muss ja sagen, ich vertrete hier die Partei der Noobies. Und wenn ihr immer von Akiros Favor redet, damit ist die Verzauberung gemeint, dass die Kreatur nochmal auf einem bestimmten Würfel erneut würfeln kann. Also entweder auf die Angriffswürfel oder den Effektwürfel. Damit die anderen Leute auch wissen, was damit gemeint ist. Genau. Ja, Akiros Gunst auf Deutsch. Und wenn man es nicht auf den Magier zaubert, sondern nur auf eine Kreatur, für 3 Mana insgesamt auch sehr günstig. So, jetzt kommt die Säurekugel auf den Bären und das heißt, der wird ziemlich schnell beseitigt werden. Ja, die Säurekugel ist schon genau richtig. Boah, dann so ein Würfelergebnis. Was will man mehr? Ja, aber wie er würfelt, spielt im Endeffekt keine Rolle, weil es war einfach ein Riesenfehler, alleine mit dem Bären vorzulaufen. Ja, und selbst wenn er jetzt durchweg schlecht würfeln würde, würde der Bär trotzdem sterben, ohne was anzurichten. Von daher ist ein bisschen schade. So, Mr. Guru meditiert nicht, der bewegt sich nach vorne und stellt eine Mana-Blume. Erinnert mich an Dr. Mambo. Ja, also ich meine, das war unerwartet. Mana-Blume in Vorbereitung eines Kampfes aufzustellen, kann ich verstehen. Um seine
Mana-Sammlung für die weiteren Runden des Vorbereitens zu verbessern. Aber dann im Kampf, wenn der Grizzly hinten jetzt die ersten Schläge einstecken muss, dann immer noch mal eine Mana-Blume zu stellen und nicht schnell nach vorne zu sprinten, um den irgendwie mit Verzauberungen zu unterstützen oder zu heilen, das verstehe ich nicht. Also der verheizt den Grizzly da jetzt regelrecht. Ja, und wie gesagt, es spielt keine Rolle, dass Aridigas gerade ein bisschen überdurchschnittlich würfelt. Also was er, ja, tatsächlich ein bisschen, ne? Aber daran liegt es nicht, dass der Grizzly jetzt stirbt. Oh, ist dann, das heißt, er kann mit seiner Schütze nochmal nachgeben. Heide Witzke. Ja, ich denke mal, das hat sich Mr. Bubu anders vorgestellt. Ja, wie denn? Ja. Dass er den Bären vorschießt und dass der Bär schon mal eine Kreatur vom Gegner tötet. Mindestens eine, ja. Und den Magier auch noch. Das war fies und sarkastisch. Nö, wieso? Das kann doch sein Plan gewesen sein. Könnte sein, ja. Jetzt nur einen Schaden, aber zweimal schwach. Da ist es, Arceus Favor. Na, sowas. Ja, das ist nicht nur eine richtig gute Kombo, sondern auch scheint mir der direkte Konter zu sein gegen seinen starken Christen. Ist er tot, ja. Fünf Schaden. Und boink. Ja, ganz genau. Der hatte ja noch den einen Schaden vom ersten Mal rollen. Das heißt, er hat eigentlich 10 Schaden, jetzt plus 5 Schaden. Tschüss. Und ich hoffe, dass, ja gut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Mr. Bubu machen kann, um zurück ins Spiel zu kommen. Denn der Wizard hat mehr Mana pro. Ja, also es wird jetzt so sein, der Christi ist hinüber, kommt die Dragonclaw Wolverine reingelaufen und da wird wahrscheinlich das Gleiche passieren. Aber die weiß nicht, ob er da überhaupt die Rüstung senkt. Na gut, das ist Pet, hat auch 3 Rüstungen. Ja, eine Säurekugel wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, deswegen hätte er nicht reinlaufen dürfen, weil das von Anfang an absehbar war. Und dann hat er halt auch noch die Gorgonin geschlagen. Ja, und die regeneriert in 2 Runden weg. Ja. Naja, immerhin stimmt die Vorhersage, dass das kein langes Spiel wird. Na gut, ist jetzt natürlich noch nicht entschieden, wenn Mr. Bubi jetzt total defensiv spielt und sich hinten versteckt und im Hause auspackt. Was ist denn das? Meridias Blessing, eine neue Beschwörung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ah, okay. Interessant. Ja, jetzt ist natürlich die Sache. Jetzt haben sie beide gleich viel. Also das ist eine neue Beschwörung für die Naturschule, besonders interessant für Schwarm, Tiermeister oder Druiden. Und die Beschwörung sorgt dafür, der Magier, der mehr lebende Kreaturen, nein sogar Objekte auf dem Board hat, und dazu zählen dann auch die ganzen Beschwörungen des Druiden. Der Magier, der mehr lebende Objekte auf dem Board hat, der kann diese Funktion hier nutzen und ein lebendes Objekt, was nicht der Magier ist, um 2 Punkte heilen in der Erhaltungsphase. Und ja, normalerweise sieht man Druiden, die das spielen, vor allem, weil die Weinmarke halt als lebende Objekte zählen. Und ja, da kann natürlich niemand mehr dann. Ja, das ist heftig. Und man kann natürlich auch seinen Baum, mit dem man die Baumbindung eingegangen hat, dann extra nochmal mehr hochheilen. Also nicht nur Regeneration 2 und 2 Schaden auf den Druiden transferieren, sondern hiermit noch 2 Schaden heilen. Also ist der Baum noch ein bisschen ausdauernder.
Ja, Meridias Blessing ist wirklich, finde ich, eine richtig gute Karte, also eine schöne neue Karte und auch eine starke Karte. Also dieses 2 Damage heilen plus ein Condition Marker noch zusätzlich. Meistens, wenn man auf große Sachen geht, also auf Leute mit viel Rüstung, hier zum Beispiel auf den Bären, schießt man ja vorher eine Säurekugel rauf. So wie es jetzt auch wieder gesehen ist. Und wenn es halbwegs ausgeglichen ist, dann kann der Gegner nicht sofort mit einem drauf fokussen und es sofort töten, weil dann kann man mit anderen Kreaturen garden und schießt mich tot. Na, auf jeden Fall, wenn man halbwegs vorsichtig spielt, dann stirbt der Bär nicht sofort und dann hat man die Möglichkeit, halt wieder die Corrode-Marke zu entfernen, was ihn dann natürlich nochmal länger leben lässt, plus Heilung. Echt, ja, ich finde Meridias Blessing echt schöne Karte. Und wie du schon gesagt hast, der Baum wird ja quasi untötbar. Der kann sich jetzt ja 6 pro Runde heilen. Also wenn da dann noch irgendwie ein Engel drin steht, ja, ein Guardian Angel, mit der intercepten kann, ja, dann stirbt der Baum nicht mehr. Aber in Meridias Blessing ist selbst kein lebendes Objekt, also selbst kann es sich nicht hochheilen. Das stimmt. Für 6 Mana mit 8 Leben und 2 Rüstungen ist doch akzeptabel. Und so Ja, schwer und einzuschätzen, wie gefährlich diese Beschwörung wirklich ist. Also ich habe noch niemanden gesehen, der darauf dann auch angegriffen hätte. du meinst, du hast noch niemanden gesehen, der Meridias Blessing zerstört hat? Genau. Ist tatsächlich bei mir ein paar Spielen schon passiert. Ja, neue Karten Also, sind schwer einzuschätzen. ja. Tatsächlich ist mir sogar, als ich mit der Druidin geübt hatte, das war, glaube ich, mein vorletztes, weiß gar nicht, ob ich mit der Druidin schon gespielt habe. Naja, auf jeden Fall, als ich mit der Druidin gespielt habe, habe ich gegen eine andere Druidin gespielt und die hat Meridias Blessing gespielt. Und das war ein Gezähle jedes Mal. Da musst du ja jeden Weinmarker zählen und dann die ganzen lebenden Kreaturen. Dann hatte ich 15, der Gegner hatte 17. Da haben wir angefangen, die Weinmarker kaputt zu machen vom Gegner und so weiter. Oh Mann, Alandel, nochmal eine Kreatur, die ihm 10 Spellbook Points kostet. Ja, schauen wir mal, er hat noch 46 Karten. Also, ich muss sagen, wenn Mr. Bubus irgendwie schafft, diese starken Kreaturen loszuwerden, da wird nicht mehr dann viel kommen, habe ich das Gefühl. Ich meine, 10 Punkte für diese Kreaturen und 12 fürs Wasserele. Ah, da kann. Ja, Ja. wie will er es machen? Also der Wasserelementar hat natürlich in den äußeren Feldern enorme Würfel, die er würfeln kann, aber sonst dient er zur, ja, dafür, die Opfer sozusagen in die richtige Position zu bringen. Die Hydra schwächt sie und dann Alandel, der kann halt gerade auch mit Mana-Generation von 13 pro Runde seinen Skill jede Runde nutzen. Ja, ich meine, da kannst du halt jede Runde 4 Mana investieren und dann haut er mit 8 Würfeln zu. Oh. Gnade demjenigen, der dieses Schwert abkriegt. Ja. Also dieses Schwert ist heftig. Also dieser Typ ist heftig. Hat er auch einen blauen Umhang um? Und Akiros Favor ist bei dem auch nicht verkehrt. Das stimmt. Akiros Favor kostet halt auch 2 für den Wizard. Also, ich will dann nur sagen, das sind halt alles ziemlich teure Karten, Spellbook Point-mäßig. Okay, ich bin gespannt. Ja, Mr. Wu hat den Magier-Zauberstab rausgenommen und eine Karte dran gebunden. Wahrscheinlich mit dem Teleport und er wird jetzt gleich eine von Aridigas Kreaturen zu sich teleportieren. In der Hoffnung, dass die Wolverine ihn schnell genug tötet dann. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg. Besser wäre es gewesen, eine zweite Kreatur zu holen. Und da jetzt stehen zu bleiben, ist, also mit dem Wolverine ist auch nicht so gut, weil jetzt kann ja gleich der Archer drauf schießen, eventuell. Ah, oder auch nicht. Sehr schön. What? Das ist auch schon wieder was Neues. Das ist Terrain. Terrain. Und das Terrain. ist ziemlich cooles Terrain. Muss man ja halber Franzose sein, um das aussprechen zu können.
Ja. Ich hatte in Französisch immer durchgehend eine 5. Ja, Von daher meine dann lausige überlass mir das Aussprache. lieber. Terrain. Okay, ja, hört sich. Vive la Terrain. Ja, Vive la France. Also Terrain, neue Karte, was macht sie? Die Karte ist ziemlich cool. Die benutzen meistens Druiden, um ihren Baum zu schützen, aber hier funktioniert die jetzt auch. Und zwar, alle nicht fliegenden Objekte in der Zone sind obscured. Obscured heißt, dass man sie nur anschießen kann, anvisieren kann, wenn man ein Feld nah dran steht. Und das ist nur die eine Sache. Eine andere Sache, ach, jetzt hat er nochmal die Zone geändert, wo er es hincastet. Die andere Sache ist, also erstens haben sie obscured und das zweite, Attacken gegen nicht fliegende Animals, also hier sein Wolverine ist ja ein Animal, rollen zwei Würfel weniger, wenn sie angegriffen werden. Und dann noch eine kleine Sache, dass nicht fliegende, nicht Animal Creatures gehindert sind. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Wie gesagt, zwei Würfel weniger, wenn man da seine Tiere drin angreift und sie sind auch noch obscured. Das ist echt, ja, sind zwei gute Fähigkeiten. Man darf aber nicht vergessen, das kostet auch 8 Mana. Und wie gesagt, ich glaube, Mr. Bubu macht hier einen Fehler, nicht weiter Kreaturen zu holen. Der müsste mehr Kreaturen aufs Board packen und nicht seine eine Kreatur, die er hat, noch versuchen, besser zu schützen. Weil die eine Kreatur wird einfach nicht reichen, um genug Schaden zu machen, um irgendwas mal vom Gegner auszuschalten. Also ich meine, Arrhidigast könnte im Prinzip hingehen und den Tiermeister zu sich ran teleportieren und den schön auseinandernehmen, weil er hat keine Rüstung ausgerüstet. Das ist eigentlich eine Sache von 2 Runden. Ja, das ginge. Wobei er selbst einen Teleport-Wand hat. Also wissen wir nicht, ob es Teleport ist. Ja, aber nächste Runde hat er zum Beispiel Initiative. Könnt ihr jetzt nach vorne gehen, ran teleportieren und gleichzeitig den Stab auflösen. Selbst wenn es diese Runde mit dem Auflösen nicht klappt, könnt ihr das nächste Runde in der einleitenden Schnellzauberphase machen. Ja, das ist meistens ein Fehler, sich den Element, sich den Mage Wand rauszuholen, wenn man ihn noch nicht benutzt. Weil, ja, der kostet für die meisten 4 Spellbook-Points und plus nochmal die Karte, die da drin ist. Wenn der andere es drauf anlegt, der andere Magier, dann, ich meine, er hat nicht mal ein Hidden Enchantment auf sich drauf, Das wie ist du eine schon Einladung. sagtest. Ja, das muss man eigentlich jetzt direkt wegmachen. Das ist einfach wirklich, ja, die Chance. Wo war denn überhaupt denn der Sinn dahinter, dass er sein Elefantengras da unten hingestellt hat? Das heißt doch, er muss doch jetzt da runterlaufen, um überhaupt den Vorteil davon zu ziehen. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Also, eigentlich willst du das ja dort haben, wo die Gegner sind und nicht ganz hinten irgendwie in Sicherheit bringen, weil die können jetzt einfach, also die gegnerischen Kreaturen können ja anfangen, die ganzen Conjurations kaputt zu schießen. Mana Flower, Meridias Blessing und die andere Mana Flower. Ah, okay, er holt Teleport. Gut, dann teleportiert er sie jetzt einfach dort rein. Ja. Wie erwartet. Aber dafür hätte halt dieses Elefantengras nicht gebraucht. Ach so, damit der Wizard es nicht sofort zurück teleportieren kann, vielleicht. Das wäre ziemlich geschickt. Allerdings kann der Gorgonarch ja noch rausrennen. Ja, eben. Der kann einfach nach links rennen. Da müsste der Wolverine schon schnell sein. Ne, Wolverine ist jetzt ja noch dran. Der kann ja noch einmal zuhauen, Stimmt. Ja, er kann ja noch mal. aber der trotzdem. Also, wir haben das ja schon vermutet, dass er jetzt die Kreaturen separieren wird, aber naja. Vereinte Das. Stärke, das sind trotzdem nur 4 Würfel. 5. 5 mit Pet, genau. Ja, so shoppen tut das jetzt auch nicht und Blutung kümmert die Gorgonenschützen ebenso nicht. Hat er jetzt einen Fehler gemacht, weil er bloß mit 4 Würfeln gerollt hat? Ja. Ja, plus 1. Aber hat er auch gemerkt. Joint Strength wird tatsächlich nicht erkannt vom System.
Dieser Wolverine hat doch Rage plus 3. Was bedeutet das? Also er darf 3 Würfel mehr nehmen, aber was bedeutet Rage? Was muss denn da eintreten? Wann immer der Wolverine Schaden bekommt, ich glaube durch einen Angriff einer Kreatur, bekommt er einen Rage-Marker. Der Rage-Marker steht für plus 1 Angriff und plus 1 Rüstung. Ja, aber nur jetzt hier in dem Fall. Normalerweise dieses Rage plus X bedeutet, wie viele Rage-Marker er haben kann. Und das heißt, Wolverine kann bis zu 3 Rage-Marker haben. Und jeder Rage-Marker bedeutet, dass er wütender und wütender wird und dann plus einen Angriff im Nahkampf bekommt. Und er hat hier den Zusatzeffekt für seine Rage-Marker, bekommt er auch noch gleichzeitig plus 1 Armor. So, und dann hat er noch einen Zusatzeffekt, relativ krass, wenn er 3 Rage-Token auf sich drauf hat. Dann bekommt er auch noch Counter-Strike. Counter-Strike heißt, jedes Mal, wenn er angegriffen wird, schlägt er zurück. Also, wenn das Ding 3 Rage-Counter hat, ist es wirklich eine Killer-Maschine. Aber wenn die Kreatur Heilung erfährt, sei es durch eine Formel wie kleine Heilung oder normale Heilung oder auch einen Regenerationseffekt, dann geht ein Rage-Marker weg, ne? Ja, alles andere wäre auch zu krass. Ja, klar. Wenn du so eine starke Kreatur die ganze Zeit noch heilen könntest, und sie würde so stark bleiben. Also das ist schon genau richtig, dass der verschwindet. Also ich Ja, ich habe es jetzt glaube. richtig verstanden. Wenn man der angegriffen wird, kriegt er so einen Rage-Marker. Wenn ihm Das Schaden zugefügt wird. heißt, wenn ich die ganze Zeit von hinten mit meinem eigenen Hexenmeister, sage ich schon, mit meinem eigenen Tiermeister, ihm immer mal mit der Peitsche auf den Kopf gebe, dann wird er immer wütender. Ja. Aha, Also, auch nicht schlecht. ich weiß Aber nicht, er hat. ich glaube, ich hätte jetzt an Aridigas Stelle, ich würde jetzt gar nicht versuchen, diese Gorgonenschützin da unten zu retten. Ich wäre jetzt in der Tat mit dem Magier eins nach vorne gegangen und hätte den Tiermeister zum Wasserelementar teleportiert und dann sofort seinen Stab aufgelöst. Denn der kann dann nicht weg, er kann ein Feld weglaufen, aber der Elementar kann hinterher und ihn wieder zurückpushen, sodass Alandel auch noch angreifen könnte. Und dann hätte der direkt schon, ja, mal guten Batzen an Schaden auf dem Konto. Und durch die einleitende Schnellzauberphase der nächsten Runde kann er auch verhindern, dass der Tiermeister entkommt. Ich glaube, ich hätte da jetzt, wäre jetzt auf vollen Angriff gegangen, ohne da jetzt irgendwie runterzulaufen und die Schützin retten zu wollen. Ja, das wäre auf jeden Fall die bessere Variante gewesen. Aber so wird es auf jeden Fall jetzt ein bisschen interessanter. Denn ich glaube auch, Mr. Bubu wäre tot gewesen, wenn der Wizard jetzt das gemacht hätte, was du gesagt hast. Das wären ja diese Runde allein schon über 10 Schaden gewesen auf ihn und er hat keine Rüstung an. Und vor allem in Das der nächsten Runde wäre die Gorgonenschützin immer noch nicht tot gewesen, weil die regeneriert 2 und dann hat sie immer noch 8 Trefferpunkte und so viel Schaden macht der Wolverine jetzt auch wieder nicht. Guard auf dem Wasserelementar hast du viel, oder? Ja. Ah, da bewegt er sich 2. Ich denke, das war richtig. Also jetzt in der Situation. Ja, könnt ihr jetzt eine Mauer spielen, um die Schützen da zu beschützen oder einfach voll auf die Wolverine gehen? Aber den Wolverine kann er doch jetzt gar nicht erreichen, oder verstehe ich das falsch? Verstehst Durch du genau dieses. richtig, aber Wolverine möchte ja der Archerin hinterherlaufen und dann geht's wieder. Dann kommen wir wieder dazu, dass sein Elefantengras eigentlich Quatsch war. An der Stelle zumindest. Ja, nee, das war sowieso Quatsch. Aber das kostet 8 Mana und das hat einfach nicht den Effekt, den eine 8-Mana-Beschwörung haben sollte. Ja, es bringt nur was, wenn du dir wirklich eine stationäre Zone aufbauen willst, die im Verlauf des Spieles wichtig bleibt. Aber das hier hatte jetzt einen einmaligen Effekt und dafür ist es Mana aus dem Fenster rausgeschmissen. Es hatte ja nicht mal einen einmaligen Effekt. Ja. Also für eine Runde gab es begrenzten Nutzen. Aber Inwiefern? ja gut, er kann jetzt nicht auf den Wolverine schießen.
So, Yamab warten, ob das wirklich der Fall ist, weil er muss ja nur einen Schritt gehen und dann kann er trotzdem Ja gut, schießen. jetzt, aber in dieser Runde hier, wo er jetzt den Stab rausgenommen hat, hätte er da jetzt einen Angriffszauber vorbereitet, hätte er nicht draufschießen können. Ja, aber letzte Runde stand er noch ganz oben links. Da hätte er eh nicht da hinten hinschießen können. Also bisher hat das Elefantengras noch nichts gebracht, außer 8 Mana gekostet und eine Aktion. Und ich befürchte halt, er wird das Elefantengras verlassen. Dabei ist er da relativ gut aufgehoben. Also wenn der Wolverine dort drin stehen bleiben würde, na gut, ich meine, er kann da nicht drin stehen bleiben, wenn der Archer auf ihn schießt und der Magier auf ihn schießt. Kannst ja nicht in dem Gras dich verstecken und dich langsam totschießen lassen. Ja. Dann brauchst du einen Force-Push oder sowas. Achso, er hat ja immer noch in seinem Elemental Wand, in seinem Mage Wand einen Teleport. Könnte er ja das benutzen, teleportieren und dann wieder draufhauen. Ja, aber das kostet jedes Mal eine ganze Aktion und. Ja. Also man kann Ja, davon also. ausgehen, dass die Wolverine, wenn sie gezogen hat, dann da raus teleportiert oder gepusht wird. Oder ich würde immer noch jetzt auf den Magier gehen, auf den Tiermeister. Er hat doch keine Rüstung. Das ist doch jeder Würfel Auf zählt doch. jeden Fall. Ich wollte auch sagen, wenn er nicht in die Zone von dem Wasserelementar teleportiert wird, ey, dann gnade ihm Gott. Der spritzt ihm mit Wasser um die Ohren, da weiß der gar nicht mehr, was er sagen soll. Geht gar nicht. Ich meine, das könnte der Wasserelementar, im besten Fall 8 Würfel, dann nochmal 8 von Allandell, eventuell ein Stun und nochmal 4 von der Gorgonenschützen und vielleicht noch Arcane Zap hinterher oder noch einen Angriffszauber, ich weiß nicht. Da würde ich mich nicht so wohl in der Haut fühlen. Ja, ungefähr 20 Schaden. Das ist schon mal die halbe Miete, mindestens. Ja, aber ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke eher, es gibt jetzt vielleicht ein Dissolve am Anfang von Aridigas. Ja, ein Dissolve wird es geben und dann wird er sich auf den Wolverine konzentrieren erstmal. Schade eigentlich. Ich hätte echt gern gesehen, wie der Tiermeister jetzt hier durch die Gegend geschubst werden würde. Das Witzige ist ja, das Wasserele kann ja auch den Wolverine aus dem Gras rauspushen. Ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Der hat einen Alifa. Oh, nee, hat er doch nicht. Nicht. Oh, das war super risikoreich, dieses. Ja. Ja, dieses. Was ist denn jetzt eigentlich? Angenommen, ihm würde jetzt einfallen, dass er Nullify hat. Solange es die gleiche Runde ist und noch keine Kreatur danach gezogen hat. Also keine, dass das Wissen, dass er den Stab jetzt nicht mehr hat, sich irgendwie niedergeschlagen hat, würde ich sagen, dann deck's auf, hol er den Stab wieder. Aber sobald jetzt eine Kreatur gezogen hat, irgendein Event im Spiel passiert ist, das irgendwie Vorteil daraus hat, dass der Stab jetzt nicht mehr da ist, würde ich sagen, Pech gehabt. Das hättest du selbst dran denken müssen. Okay, dann bist du ja noch ziemlich nett. Weil ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, in dem Moment, in dem du entfernen drückst und das Teil auf deinen Ablagestapel packst, hast du es vergessen. Bei einem Turnier. Ja, das weiß ich nicht. Das ich komme. Ich, so krass. Ich spiel nicht. Die Sache ist, ich habe halt Magic gespielt, beziehungsweise spiele Magic und oh, wenn du da einen Trigger vergisst, ist der Trigger vergessen. Da kannst du nicht 2 Sekunden oder 1 Sekunde später sagen, ich habe hier aber noch, nee, zu spät. Aber genau das habe ich auch von Leuten gehört und das ist das, was die an dieser Magic-Turnier-Szene gerade kritisieren. Eben, dass es eben nicht so freundschaftlich ist und wohlwollend, sondern einfach nur auf den eigenen Vorteil und Gewinn bedacht. Das ist doch das, was nicht sein muss. Ja, das ist halt, sobald es ein bisschen kompetitiv wird, das hier ist ja wirklich, ich meine, ist ja wirklich noch freundschaftlich nett. Lieb. Ohne, ja. Ja, von daher würde ich mit Sicherheit auch nicht drauf jetzt bestehen, dass es zu spät wäre, ne? Aber ich meine, so generell hätte er die Möglichkeit, hätte er das Recht zu sagen, ne, ist zu spät. Also Mr. Bubu, könnte der das sagen, wenn ihm jetzt einfällt, also wenn Aridikas jetzt einfällt, dass er Nullify hat. So, Sekunde, mal gucken, was jetzt hier passiert. Achso, er hat mit dem Archer auf den Wolverine geschossen und hat den Effekt nochmal gemacht und hat deswegen 2 Weak Marker bekommen.
Aber ich habe nicht genau verstanden, warum er jetzt. Ich verstehe gerade überhaupt gar nicht, was abgeht, wa? Ach so. Attacks against non-flying animal creatures in the zone roll 2 less attack dice. Okay. Ja, er hat am Anfang falsch gerollt. Er hat ja mit 4 Würfeln angegriffen. Ja. Aber er hätte nur mit 2 würfeln dürfen. Das ist halt jetzt auch schon wieder so eine Sache. Er hat mit 4 Würfeln 1 Schaden gewürfelt und mit 2 Würfeln 2 Schaden. Darüber gab es ja gerade eine Diskussion in dem Thread, in dem Turnier-Thread. Ja, weiß nicht, das sind zwei voneinander unabhängige Zufallsereignisse. Das eine hat überhaupt keinen Einfluss auf das andere. Naja, also natürlich, es hat überhaupt keinen Einfluss. Darum geht es mir nicht. Es geht nur darum, der Wurf der Gorgonen, der erste Wurf der Gorgonen war grottenschlecht. Und Aridigas hat den Fehler gemacht und hat nicht darauf geachtet, dass er 2 Würfel hätte weniger rollen müssen. Und jetzt bekommt er die Chance, dieses schlechte Glück, also dieses Pech, auszugleichen, indem er nochmal rollt. Das ist halt, finde ich, finde es super ungerecht. Ja, aber wieso? Das ist Zufall. Zufall ist nie ungerecht. Nee, das war, es ist ja, war ja kein Zufall mehr. Es war ja schon entschieden, dass der Wurf schlecht war. Ja, aber der neue Wurf ist doch genauso Zufall. Ja, aber siehst du, man kann doch nicht einfach neu würfeln. Das ist es doch. Der erste, es war Zufall. So, und der Zufall hat gesagt, der Wurf ist schlecht. Die 4 ja, Würfel, die waren ja richtig schlecht. Der Wurf muss richtig wiederholt werden. Ja, aber in dem Moment hat der sozusagen das Schicksal schon entschieden, dass dein Wurf schlecht ist. Da kannst du doch nicht sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich roll jetzt aber trotzdem nochmal neu. Also ich verstehe natürlich, was du sagst, dass du sagst, ja, ist. Man würfelt einfach immer neu, aber das ist trotzdem ungerecht. Jetzt genau in so einer Situation. Aber es hätte ja auch genauso gut andersrum laufen können. Also ich meine, er hätte auch mit 4 Würfeln 8 kritische bekommen können. Dann hätte gemeint, verdammt, das zählt nicht. Würfelt neu mit 2 und kriegt 0 Schaden. Dann hätte er genauso damit leben müssen. Ja, aber das war ja auch sein Fehler. Das ist ja gerecht. Ich meine, weil es sein Fehler war. Er soll ja nicht belohnt werden dafür, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er nicht gesehen hat, dass er mit der falschen Anzahl der Würfel rollt. Von daher ist das absolut okay, wenn er richtig gut würfelt und dann gezwungen wird, nochmal zu würfeln, perfekt. Aber Nein. Wenn er schlecht also würfelt... Ich finde, da geht die Diskussion von einer falschen Grundannahme aus. Also ich würde überhaupt nicht sagen, dass irgendeiner einen Fehler macht und dass er dafür bestraft werden soll. Es ist einfach, ein Würfel ist falsch gewürfelt worden und da wird die richtige Menge hinterher gewürfelt. Also das geht nicht um Schuld oder nicht Schuld. Das würde ich auch so schwarz-weiß sehen. Also und auch wenn die Würfelanzahl dann unterschiedlich ist, würde ich gar nicht in Betracht ziehen, sondern einfach nur der Wurf war falsch. Er muss wiederholt werden. Ja, das, wie gesagt, so gibt das. Sekunde, ich muss mal gucken, was passiert, nicht, dass wir hier zu viel Off-Topic machen. Der hatte geschossen, hatte 2 Schaden gemacht und hat ein Rage-Token bekommen. Und sehe ich es richtig, dass dann das Element reingelaufen ist? Ja. Und genau, das hat 6 kritische mit 3 Würfeln gewürfelt. Oh Mann, das ist ja ungerecht. Zweiter Rage-Token. Genau, hat er dann durch einen zweiten Rage-Token bekommen. Ja, dass er die 2 Weak-Marker hat, ist natürlich bitter. Und das ist aber trotzdem ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also der Wasserelementar, den juckt es auch nicht wirklich. Die 4 Dinger jetzt. Ne, die 4 jucken nicht, ne. Müssen wir mal gucken. Waren die Würfel richtig? 5 Würfel, ja. Ja, das Problem ist halt auch, dass... Ja, jetzt wird Alandra auch nochmal zuschlagen. Okay. Oh, gibt da 4 Mana aus. Mana hat er genug? Sollte auf jeden Fall machen. Und in dem Fall, in der nächsten Runde, kann der Tiermeister Meridians Blessing nutzen und den Wolverine heilen und dann verliert er aber mindestens einen seiner Rage-Marker, ja? Ja, aber auch einen Weak-Marker. Also ist schon... Oh, 5 kritische schon wieder. Mann, das ist echt schade. Mir hätte es besser gefallen, wenn er jetzt eher
unterdurchschnittlich gewürfelt hätte und nicht krass überdurchschnittlich. Ja, das hätte, der bekommt aber jetzt den dritten Rage-Token und bekommt dadurch Counter-Strike. Ja. Und das zählt sofort, ja? Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe es noch Damage niemals so weit kommen lassen. Damage and Effects ist vor Counter-Strike. Okay, ja, dann stimmt. Jo, dann haut er jetzt ja sofort übel zurück. Mit 6 Würfeln und Piercing 1. Hm. Na, werden wir mal sehen. Ach so, und er hat nicht an seinen Joint Strengths gedacht, glaube ich, beide Male nicht. Nee, alle drei Male nicht. Doch, die beiden anderen hat er dann gedacht, das wurde nachträglich geändert. Ach so, okay. Echt? Na gut. Ja, komm, jetzt würfel gut und hau ihm 12 Schaden rein. Ja, und noch eine Blutung hinterher. Ja. Und dann gleich mit Genie. Und dann der nächsten Runde gleich nochmal. Ein Battle Fury, zack, zack, und dann ist das. Oh ja, Battle Fury. Battle Fury bringt, glaube ich, mit Rage nichts, oder? Rage ist plus 1 Melee und deshalb zählt es da nicht. Ja, trotzdem. Trotzdem. Ja, nee, Battle Furies. Drei Rüstungen? Nee, der hat mehr als drei Rüstungen. Der hat 6 Rüstungen. Nee, 5 Rüstungen. 5 hatte er beim Schlag. Piercing 1 hatte er dann also noch 4. Hm. Wie viel Schaden hat er gemacht? 4. Das heißt, er bekommt nur 5 Schaden. Also er bekommt nur 4 Schaden sogar. Weil einer wird ja transferiert. Hm. Ich weiß nicht, ob die das jetzt richtig gemacht haben. Das Problem ist, die machen das halt nicht mit, oder? Ja, ich glaube, die haben es richtig gemacht. So, jetzt kommt der Counter-Strike. Ja, war doch ganz okay. Ja, okay. Immerhin ein Bleed. Ja, also ich muss sagen, das war relativ schlecht von Aridigas, dass er das Teleport benutzt hat, um Alandel in das Elefantengras zu teleportieren quasi und nicht den Dragonclaw Wolverine raus zu teleportieren. Das wäre besser gewesen. Hm. Ja. Weil diese minus 2 Würfel haben sich echt ausgezahlt. Dadurch wurden jetzt ja insgesamt 6 Würfel weniger gewürfelt. Also wie kann man denn jetzt am besten den Dragonclaw Wolverine am Leben halten? Der hat noch 6 Leben. Gute Frage. Also ich meine, heilen willst du nicht, sonst verliert dein Rage-Token. Was also möglich wäre, wäre sowas wie Block oder... Nee, Sekunde, ich würde ihn schon heilen. Das ist ja so, also erstmal bekommt er noch einen Rage-Token, den haben sie ihm noch nicht gegeben. Und wir haben ja gerade gesagt, selbst wenn er geschlagen wird, bekommt er den dritten Rage-Token und dann gilt er ja sofort wieder. Also von daher würde ich schon einmal heilen. Damit machst du ja einen Weak weg und 2 Schaden. Hm. Würde sich lohnen. Und er verliert seinen Counter-Strike nicht. Hm. Vielleicht, ich würde jetzt vielleicht dem gegnerischen Zauberer, also dem Zauberer, einen Jinx geben. Und dem Wolverine diese Verzauberung, dass der Nahkampfangriff auf das Ziel zurückgeht. Ich glaube, das würde mir auch gefallen, wenn das tatsächlich durchkommen würde. Vampirism wäre super, ja. Das wäre, glaube ich... Ja, ich mein, dann zur Rakunenschütze laufen und die kloppen. Naja, das Problem ist, du willst eigentlich nicht aus dem Dings raus. Ich glaube, ich würde eher versuchen, Alandel kaputt zu machen. Das Problem... Also generell, wenn man fette Kreaturen hat mit so viel Rüstung, ich meine, der hat jetzt ja wirklich 6 Rüstungen, da ist Vampirismus natürlich wirklich richtig edel. Und dann mit Counter-Strike. Ich meine, jedes Mal, wenn er geschlagen wird von der lebenden Kreatur, schlägt er zurück und heilt sich wahrscheinlich mehr, als er Schaden bekommen hat. Mhm. Ja, du hast recht. Und die Idee, die du meintest, Furore, Flo? Ja, stimmt beides.
Also die zwei Karten, die du genannt hast, ist halt gar nicht so wahrscheinlich, dass er die hat. Weil Jinx spielen nicht so viele überhaupt und dann noch Beastmaster noch weniger. Und dieses Reverse Attack, das ist ja auch Mind School, das kostet ihn ja 4. Das haben auch sehr wenige Decks, die das spielen. Okay. Also es ist unwahrscheinlich, dass er das hat. Aber ja, Vampirismus zugegebenermaßen ist natürlich auch Dark School und kostet ihn auch 4. Aber das wäre halt episch mit dieser Wolverine. Und Vampirismus plus Arcane Ward. Boah. Ja, aber Vampirismus heilt doch. Also das bedeutet doch, dass er sich selber seinen Rage wieder wegnimmt. Das stimmt. Ich Aber nur find's halt eins, aber nicht nur so eins. geil. Ja, nur eins. Aber er muss halt immer kassieren dafür, dass er Nee, wieder auf seinen Rage kommt. das Gute ist doch, er braucht nur 3. Das heißt, also, er schlägt jetzt mit Vampirismus zu. Dann verliert er ja ein Rage-Token und heilt sich meinetwegen 3 Leben. So, und dann wird er aber geschlagen, dann bekommt er doch wieder seinen dritten Rage-Token, dann schlägt er zurück, heilt sich wieder und bekommt wieder ein Rage-Token weniger. Das heißt, er hat jedes Mal, wenn es wichtig ist, macht er ja seinen Counter-Strike, weil er jedes Mal als erstes geschlagen wird, dann bekommt er seinen dritten Rage-Token. Du weißt, wie ich Also meine? kann er nicht jedes Mal zurückschlagen? Kann er je. Counter-Strike funktioniert jedes Mal, genau. Okay, ja, okay. Ja, jetzt macht es langsam Sinn. Ja, das hört sich schon sehr, sehr übel an. Das funktioniert halt nicht gegen das Wasserele. Weil das ist Non-Living. Heidewitzka, ja. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und Und jetzt es. überleg mal, was hier abgehen würde, hätte er den Grizzly noch. Ja, hätte er den nicht so sinnlos nach vorne geschickt, um ihn zu töten. Wäre da jetzt noch ein Grizzly drin, dann sähe es doch komplett ausgeglichen aus. Ja, also, ja, ich bin gespannt, was er machen wird. Es wäre wirklich wichtig, wenn er auf eine Kreatur fokussiert, um sie zu töten. Und die einzige Kreatur, die ich jetzt sehe, ja, ist wahrscheinlich Alandel. Denn den Gorgonarcher willst du nicht töten, weil du willst nicht aus der Zone rausrennen. Er kann den Gorgon-Archer reinpushen. Ja, das wäre natürlich. Überleg mal, er geht rein. Ah ne, sonst. Was ich meine ist, er muss halt irgendwie intelligent garden, damit sein Wolverine noch möglichst lang überlebt. Oder er muss den Gorgonarcher nicht unbedingt reinpushen, er könnte auch ihn weiter wegpushen, dann kann er auch nicht mehr reinschießen. Das Problem ist, das Wasserele, das pusht dich ja auf 4 plus auch wieder raus aus der Zone, das ist halt echt. Also ich muss sagen, Wasserele mit Gorgonarcher gefällt mir an sich vom Ding her super. Was mir daran Was nicht auch gefällt, scheiße teuer. genau, was mir nicht gefällt, ist, dass das 22 Mana kostet und 12 Spellbook Points, das Wasserele dort. Das ist natürlich, ja. Aber so von der Synergie her ist das echt super. Und wie sieht's aus mit einem Sirenendeck? Wäre das da sinnvoll? Ja, da kostet der Archer halt auch 8. Eieieiei. Ich weiß nicht, ob der so viel wert ist. Oder ob ich nicht dann lieber. Ja, weiß ich nicht. Ob ich dann nicht lieber eine Kreatur, die mehr Schaden macht, reinnehmen würde. Mit mehr Angriffswürfeln. Ach, schwer zu sagen. Und ich finde, Nice. Meridias Blessing hat sich schon echt. Also allein das jetzt hier 2 zu heilen und einen Weak-Token wegzumachen, finde ich, ist schon super. Jetzt in dieser Situation war das doch genau das, was man brauchte. Ja, allein durch die Mana-Blume hat er halt das Blessing auch immer aktiv. Das ist gut. Sorry, Flo, was wolltest du sagen? Ach, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumheulen, weil ich wollte nur mal erzählen, dass mir der Wasserelementar einmal so böse den Arsch versohlt hat. Der hat mir in Kombination mit einer Wand, hier mit der Dornenwand oder so heißt die, glaube ich,
Ich auch mal, glaube ich, keine zwei Runden gemacht. Der hat mich hin und her geschubst, immer wieder durch die Wand durch. Und auf der anderen Seite stand halt immer der Wasserelementar, der mir gleich wie ein Nackenklatscher durch die Wand gegeben hat. Das war ein schönes Spiel, ja. Schön mit anzusehen. Für die anderen jedenfalls. Ja, aber ansonsten, dieser Timberwolf jetzt hier auf dem Feld. Ich finde es halt voll cool, dass der da ist. Ich glaube, der macht sogar Sinn. Der wird jetzt noch richtig abstänkern. Timberwolf, finde ich, ist eh echt ein richtig schönes Tier. Als Pet für alle. Super mana-effizient, also ich glaube, es gibt kein besseres Pet. Kann ich mir vorstellen, ja. Was ist denn eigentlich mit dem Frettchen? Wird das überhaupt gespielt? Nee. Nee. Kein Grund, das zu spielen. Kann das nicht super nervig sein? Ja, wenn du es hat einen unabwendbaren Angriff, glaube ich, ne? Na, verhöhnen, ne, oder sowas. Also das heißt, So, man das muss es dann Ding, immer ja. angreifen. Das ist doch das Frettchen da, was auf seiner Schulter sitzt, von dem Ja. Tiermeister. Weiß ich nicht. Also es stört jetzt nicht unbedingt, wenn du das umhauen willst, dann haust du es um. Es gibt da genug Mittel und Wege. Also hier eine Kreatur, die verhöhnt, die sollte auch ein bisschen ausdauernder sein und hier und da mal einen Angriff einstecken können. Und die Verteidigung ist eben, ja, die kann Ist leicht verdammt ausgeschaltet hoch. werden. Die Rüstung von anderen Kreaturen, die auch verhöhnt haben, die ist eben nicht so leicht auszuschalten. Die haben auch mehr Trefferpunkte, auf die kannst du dich eher verlassen. Ja, also ich kenne auch niemanden, der das Frettchen spielt. Die Fähigkeit ist auch einfach da nicht stark genug. Also, wie Schwenkott schon sagt, erstmal stirbt das Ding ziemlich schnell und dann ist halt auch der Einfluss, den das hat, irgendwie nicht groß genug dafür, dass es dann so viel Mana kostet. Ja, der Tiermeister hat jetzt Alandel angegriffen, er hat noch ein bisschen Schaden zugefügt, er ist auf 10 hoch. Jetzt gibt es einen dicken Felsbrocken. Ich bin gespannt, wenn der Effekt durchkommt. Das wäre sehr ärgerlich. Nö, kommt Kommt er nicht? Wurde schon geheult? Ach so. Jo, 3 Schaden, kein Effekt. Und der Rage-Token ist wieder drauf. Und es hat den 8 Mana gekostet. Ja, also dieses Elefantengras. Am Anfang haben wir gesagt, es bringt's nichts, aber so wie es jetzt hier gelaufen ist, war es sowas von wert. Wie viele Würfel das jetzt schon abgehalten hat. Ich meine, das hat 8 Mana gekostet und das hat bisher, ungefähr 8 Würfel abgehalten. Nochmal zählen, 2, 4, 6, 8. Ja, 8 Würfel bisher abgehalten. Ja, also, das war es auf jeden Fall wert. Ansonsten wäre dieses Ding schon längst tot, der Wolverine. Und das alles hat nur funktioniert, weil das Wasserele die 75% Chance nicht hatte. Das Spiel wäre so anders verlaufen, wenn er halt eine 4 gewürfelt hätte beim Effektwürfeln und keine 1. Dann wäre ja der Wolverine ganz am Anfang schon rausgepusht worden und dann ja alles anders gekommen. Ich finde es immer schön, wenn man sieht, ja, was für Auswirkungen irgendwie einzelne Würfe dann haben. Kleine einzelne Würfe. Aber doch sehr entscheidend hier in dem Fall gewesen, ob das Push klappt oder nicht. 6, 7, 8, ich zähle auch nur 8. Der hat noch Joint Strength auf sich liegen. Ja, genau. Also 3.
Ah, er hat noch eine Zwei. Week. Ja, stimmt. Ja, dann sind es 8, genau. Aber sonst 9, ja. Ja, tschüss Alandel, würde ich mal sagen. Warum plus 2 vom Pet? Pet macht doch plus 1 Ja, aber dazu. der Magier ist noch in der gleichen Zone. Oh, guck mal, 10. Na. Eieieiei. Das kommt davon, wenn man dort kämpft, Und jetzt Esle. überleg mal, wenn er das auf dem Wasserelementar geschlagen hätte. Oh, Oh ja. Gott. Oh. Aber Alandel war auf jeden Fall die richtige Wahl. Weil der ist gefährlicher vom Damage Output. Das Wasserele hat halt unterm Strich trotzdem dann nur 5 Würfel. Ne, 4, ne, 3. 3 Würfel. Oh, 3 Würfel für 22 Mana, es geht gar nicht. Er soll da lieber mal 2 Runden oder mal einen Feuerball auf diese Chesting schmeißen. Wieso macht er das nur? Oh, wow, okay, Glück gehabt. Schon wieder 2 Weak Marker, da hat er echt Glück. Immer wenn ich früher diese Gorgonen-Archerin benutzt habe, habe ich niemals 2 gewürfelt. Ah. Das Joint Strength ist auch richtig gut. Wie viel Schaden das schon abblockt? Für 3 Mana. Mein erstes Spiel war ja auch mit einem Beastmaster. Da hatte ich auch ein Buddy-Build. Buddy-Build bedeutet, dass man eine starke Kreatur hat, ein Buddy halt, und die aufpumpt. Naja, und dieses Joint Strength, das zahlt sich dermaßen aus. Sieht man jetzt ja hier auch wieder. Das ist echt. Ja. Ja, und interessanterweise, jetzt ist es ja schon wieder so, wenn das Wasserele zuhaut, gibt es einen Counter-Strike erstmal. Und ich meine, das sind ja schon ein paar Würfel. Und jetzt den zu heilen, wäre überhaupt nicht schlimm. Also jetzt irgendwie ein Heal. Er hat ja 14 Mana. Jetzt ein Heal, das wäre halt echt gut. Dann hat er 2 Rage-Token, aber sobald er angegriffen wird, hat er eh wieder den dritten Rage-Token. Allerdings hat er sich die 2 Weakmarker noch nicht zusätzlich gegeben, hat immer noch nur einen Weakmarker. Das fand ich auch nicht so schlecht. Den Timberwolf dazwischen zu stellen. Weiß ich gar nicht. An sich möchtest du doch, dass dein Wolverine seinen Counter-Strike benutzt. Das heißt, wenn jetzt der Wolverine gehauen wird, schlägt er wenigstens sofort böse zurück. Hat er auch was. Ey, vorsichtig, der Wolverine ist auch fast tot, ne? Der hat jetzt 11 Damage schon. Battle Fury. Ja, das weiß ich nicht. Hat er 3 Würfel? Da bin ich mal gespannt. Der hat zu viele Würfel gewürfelt. Ist ihm auch sofort aufgefallen. Und jetzt hat er gar keinen Schaden gemacht. Doch. Ach doch, ein, okay. Und ein Push immerhin. Ah, und weil er jetzt gepusht hat, kann der Timberwolf natürlich nicht zurückhauen. Ja. Und er hat sich die 5 Schaden genommen, weil er nicht so richtig mit dem System klarkommt. Okay, jetzt hat er sie wieder weggenommen. Der Timberwolf war auf Guard, also er bekommt schon den Gegenschlag, oder? Nee, der bekommt keinen Gegenschlag. Ja, nur wenn der Wasserelementar hinterhergeht. Genau, geht aber der hat ja. Hätte er schon hinterherkommen können. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Mal nicht so schnell. Kampfwildheit, was ist denn da gerade passiert? Also, Kampfwildheit heißt, eine Kreatur mit einem schnellen Angriff, in diesem Fall der Wasserelementar, hat einen zweiten Angriff in seiner Angriffsaktion und den kann man gegen das gleiche Ziel ausführen oder auch gegen ein anderes Ziel. Und der Wasserelementar hat den ersten Angriff auf den Timberwolf gemacht, hat wenig Schaden rausbekommen, weil er nur 3 Würfel würfelt und hat eben die Wache, den Timberwolf, nämlich aus der Zone gedrückt. Wache ist übrigens immer noch auf dem Timberwolf drauf. Ah ne, er hat ja den Angriff aufgesaugt, also ist Wache weg, stimmt. Aber der Counter-Strike entfällt, weil er rausgepusht wurde und nicht mehr in der gleichen Zone ist. Und den zweiten Schlag hat er dann auf den Wolverine gemacht und den auch aus der Zone rausgedrückt. Wie, ist das einfach nur, dass man zweimal zuschlagen darf? Aber das ist doch krass.
Es kommt immer Also drauf ich. an. Du zahlst 5 Mana und kriegst dann je nach deiner Angriffsstärke einen zweiten Angriff. Bei dem zweiten Angriff entfallen dann sowas wie Bärenstärke und so, weil es die gleiche Angriffssequenz ist. Aber wenn dein Grundangriff schon stark ist, wie zum Beispiel Adramelech oder ein Eisengolem oder so, dann lohnt sich das. Ja, oder Sekunde. Ich finde, ich habe das jetzt richtig häufig gespielt. Battle Fury mit Wasserele ist tatsächlich eine meiner neuen Lieblingskombos, denn du kannst zweimal theoretisch durch eine Wall pushen. Du kannst ja sogar jemanden durch eine Wall pushen, mitkommen mit dem Element, bekommst du die Wall zwar auch ab, und auf der anderen Seite nochmal den anderen nochmal zurückpushen. Also da, was da an Schaden Da plötzlich. kriegst du 30 Würfel auf ein ungepanzertes Ziel mit einer Dornenmauer. Genau. Also, ja, 30 Würfel. Der Mage kann tot sein mit so einer Billig-Kombo in Anführungsstrichen. Das kostet dich zwei Aktionen. Das heißt, du spielst die Dornwand hin und spielst Battle Fury. Ja, und dann. Ja, und dann kann der Mage plötzlich tot sein. Und deswegen, das hätte er tatsächlich machen können, finde ich, auf dem Beastmaster in der Situation. Gut, der Dings hat gegardet. Was? Wer spielt denn die jetzt? Er selbst. Oh, ist er verrückt? Ist er verrückt? Und der Wasserelementar hat die Initiative der nächsten Runde. Mamma Oh mia. nein. Aber ich weiß Das nicht, ob ist. Rüdiger das überhaupt sieht und ausnutzen kann. Mit Battle Fury Ja. hat er ja jetzt nicht. Ja, aber also, das ist dermaßen offensichtlich. Oh nein, ich sag. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin ja für Mr. Bubu, weil ich ja, weil ich es schön fände, wenn er gewinnen würde. Aber das jetzt gerade hat seine Chancen doch echt nochmal verschlechtert. Gut, auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn Mr. Bubu jetzt in der Quickcast-Phase sich Rüstung anlegt, dann bekommt er nicht so viel Schaden und das könnte Aridigas dazu verleiten, jetzt auf den Magier zu fokussieren. So. Und das könnte jetzt dann passieren, ja, dass halt der Wolverine dadurch überlebt, weil er halt auf den Magier fokussiert und der Wolverine ihm halt das Wasserele killt, zusammen mit dem Timberwolf. Und dann hat zwar der Magier irgendwie 15 Schaden gefressen, okay. Aber dafür wäre dann das Wasserele tot. Also, ihr wisst, was ich meine? Es könnte Ja. halt jetzt passieren, dass er den Fokus verliert. Er muss jetzt, wo er angefangen hat, muss er den Wolverine kaputt machen. Könnte jetzt aber passieren, dass er die Chance so gut findet, ja, dass er dann jetzt auf den Magier fokussiert und nicht die restlichen Schaden durchdrückt Da würde ich mich auf aber den wundern, Wolverine. weil er vorhin nicht auf den Marker gegangen ist. Warum er es dann jetzt auf einmal tut? Genau, weil jetzt die Chance halt da ist, von wegen pushen und dann da durchschieben. Ja, und dann. Ne? Diese Gelegenheit möchte er sich vielleicht nicht entgehen lassen. Ja, also es ist unheimlich wichtig, dass Mr. Bubu sich eine Rüstung anlegt. Ansonsten kann es sogar passieren, dass er jetzt daran, ja, das heißt sterben. Also der kriegt dann halt jetzt, Also sagen wir, er Arvidigast hat bereit. genug Mana. Der könnte mit dem Wasserelementar einen ersten Push machen und mit seinem Magier manuell nochmal einen. Zwei kriegt er nicht hin. Ja. Das heißt, das sind alleine schon mal 23. Na, Ja, keine nee, Lust. sogar 27, wenn er es ein bisschen anders macht, wenn er noch sein Arcane Zap benutzt. Also das muss man halt gucken, ob das mit der Initiative und so weiter hinhaut. Ich glaube, ich würde auch mit dem Wasserele dann durch die Mauer durch mit. Das sind zwar auch, wobei 10 Würfel. Also im Schnitt sind es 5 Schaden. Na gut, vielleicht will ich doch nicht durch. Wenn er scheiße würfelt, dann vielleicht das Risiko nicht eingehen. Auf der anderen Seite, der bekommt auch einiges an Schaden, wenn er dort stehen bleibt. Weil dann rennt der Wolverine rein und der schlägt ihn dann ja auch für 6 oder 7, je Timberwolf nachdem. vielleicht auch. Genau, von daher ist es wahrscheinlich sogar besser, lieber durch die Mauer zu gehen und die 10 Würfel mitzunehmen, als 7 plus 4 von den Kreaturen zu bekommen. Na? Und Aridigas hat genug Mana, der könnte auch noch zwei Steine werfen. Ja.
Das sind auch nochmal 16. Oh ne, ja doch, 16. 16? Zwei Steine? Achso, du meinst die großen. Ja. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass er davon drei Stück im Deck hat. Der hat ja schon eins weg. Einen zweiten vielleicht noch, einen zweiten Höllbolde, aber drei hat man eigentlich nicht mehr drin. Es gibt ja keine Erdmagier mehr. So, Rüstung anlegen. Du musst die Rüstung an. Ah, okay. Interessant. Ich glaube, ich hätte Rüstung trotzdem besser gefunden. Das hätte halt dazu geführt, dass er ihn durchpusht. Und das hätte ihm die Chance gegeben, das Wasserele zu töten. Und dann sieht es doch schon wieder ausgeglichener aus. Also, naja, mal gucken. Ist das beeindruckend, Mensch. Da denkt man immer, das Spiel ist im nächsten Zug vorbei. Und jetzt dreht sich das nochmal. Mal schauen, ob sich das dreht. Aber es ist jetzt auf jeden Fall schon wieder viel spannender als bei dem Zeitpunkt, wo der Grizzly tot war. Da hatte Aridigas eigentlich das Spiel schon in der Hand. Hätte er vorsichtiger gespielt. Aber das, keine Ahnung, das passiert so vielen Spielern, dass man dann übermütig wird und denkt, man hat es und dann gibt man sich ja. Dann aber mal ganz generell am Anfang, vom Grizzly hat die Gorgonenschützin was abbekommen. Dann hat der Teleport für 9 Mana stattgefunden und die Gorgonenschützin ist wieder angegriffen worden, aber sie regeneriert sie. Man kann die schützen, wenn man will. Ja, weil er niemals darauf gefokust hat. Es gab ja einen Angriff vom Bär und einen Angriff vom Wolverine. Ja. Also Meridas Blessing hat sich, muss ich sagen, auch schon ausgezahlt. Diese Weakmarke entfernen zu können. 6 Würfel mal zählen. 5, 6, ja, 5 Würfel zähle ich. Ah ne, 6 Würfel, ja, okay, 6 Würfel. 3, 5, 6, 7, 5. 6. Plus ja, Strength, 6. Ja. Boah! Oh. Das gibt's ja gar nicht. Alter Falter. Das hat richtig viel getan. Da kann er sich sogar überlegen, ob er die Hauptaktion von Magier auch noch draufhaut. Ja. Hauptsache, das Ding ist tot. Erstmal mit dem Timberwolf reinlaufen, damit der geschützt ist und nicht mehr angeschossen werden kann. Ah, das könnte jetzt natürlich eine Sekunde, je nach... Ach nee, der wird ja weggepusht. Oh, der... Ein Schaden und weggepusht? Ah nee, ein Schaden nur. Nee, null Schaden. Ja, er hat ja schon wieder mit so viel Würfel. Auf den Magier, richtig. Genau, genau. So. Aber durch dieses Joint Strength wird jetzt auch wieder der meiste Schaden absorbiert werden. Ich meine, der hat komplett volle Rüstung, das heißt, nur kritischer Schaden zählt. Ja, das heißt, das ist echt. Ja. Das ist ganz, ganz gut. Wenn ich mit Joint Strength spiele, würde ich auf jeden Fall früher ein Regrowth spielen, auf mich selbst, aber kann ja noch kommen. Ja, und jetzt kann er halt nicht seinem Magier den Schaden geben, sondern kann nur, ja, naja, gut, einen Schaden auf den Magier bisher. Einen Schaden auf die Kreatur und einen auf den Magier. Und kein Schaden. Ja.
So, jetzt gucken wir mal, ob der Wasserelementar drauf geht. Also wenn der jetzt drauf geht, wow, dann hat sich das ganz schön gedreht. Hoch. Er hat nur zwei Rage-Token? Ja, Rage gibt es nur, wenn Kreaturen angreifen. Auf eine Dornmark kann man nicht sauer werden. Ich schon. Hat denn der Wasserele... Ach nee, der Wasserele hatte keinen Schaden gemacht. Na gut. Ein Hoch auf die Rüstung. Ist ja Wahnsinn. Das ist traurig. Ja, der Magier, der schlägt ja auch mit weniger Würfeln zu, ne? Warum? Ach so. Sehe ich gerade. Ist ja keine Tierkreatur. Nee. Attacks against. Nee. Aber nur Angriffe gegen Animals rollen weniger. Ah. Ja, jetzt. Ja, eigentlich würde es doch Sinn machen, mit dem Wasserelementar auf den Magier draufzugehen. Weiß nicht. Den Wolverine kriegt man sowieso nicht kaputt. Also ich meine, ich würde es jetzt aufgeben, der hat noch 6 Trefferpunkte, der wird jede Runde um 2 geheilt. Das wird doch nichts. Ja doch, hier, Hurl Boulder und dann, ja, dann geht das schon. Und es ist Hurl Rock. Er hat nicht mal noch einen Hurl Boulder, okay. Ja, genug Mana hätte er. Ah, guter Wurf. Ja, aber ich glaube, das bringt ihm nicht so viel. Der hat ja 5 Rüstung. Ja, das sind 2 Schaden auf Wolverine. Hat er nicht, warte mal, 4 hat er, oder? Also er ist doch ein Pet, hat also normalerweise ja, 3. Also 5 werden abgeblockt von genau, 8, das heißt 3 gehen durch. Also 2 gehen durch. Also 2 gehen durch und einen auf dem Magen, genau. Ja. Ja, ich meine, für 8 Schaden, dass er nur 2 Schaden bekommt, das ist schon echt... Ja. Ja, ich also dieses Joint Strength hat sich schon sowas von bezahlt gemacht. Das Ding wäre schon längst tot. Vielleicht hätte man es mal dispellen sollen. Gibt's da nicht mal so eine billige Verzauberung? Ja, die ist nicht in jeder Situation gut. Aber die ist schon edel. Oh, und dann würfelt er jetzt schon wieder keinen Crit. Ja gut, damit hat sich das dann ausgeglichen, dass er vorhin 7 kritische hatte. Jetzt hat er ja mit 4, 5, 6, 7, mit 14 Würfeln, glaube ich, hat er jetzt insgesamt 7 kritische. Das ist dann jetzt ja genau, ja, genau Durchschnitt. Also ich muss mal zum Besten geben, dass dieses Spiel gerade unheimlich spannend ist. Das ist auch. Ja, kann ich finde das echt gut, ja. Ja, am Anfang dachten wir, die Sache wäre schon wieder gegessen gewesen. Das ist cool, wenn es sich noch so dreht. Also, ob sich wirklich gedreht hat, ja doch. Also, auf jeden Fall ist es jetzt ausgeglichen. Und jetzt heilt er ihn wieder. Macht wieder ein Weak Weg. Also Meridias Blessing hier ist schon echt, ja, nützlich. Und die Gorgonenschützen hat jetzt gar kein Ziel. Mhm. 2 Würfel auf den Grizzly. Da kommt ja auch nichts an. Ja, vor allem hat er Counter-Strike und schlägt dann zurück mit. <Weiß nicht. lacht> Nabala. Heute gibt es Schlange zum Frühstück. Ja, was macht man jetzt, wenn man Mr. Bubu ist? Wahrscheinlich versucht man, dieses Wasserele kaputt zu machen. Die Gorgonenschützen allein ist nicht so die Gefahr. Wenn der Wasserelementar tot ist, dann kann er seinen Magier seitlich drehen. Würde auch versuchen, den Elementarzauberstab nochmal aufzulösen. Ja, ich denke auch. Weil es ist ja kein Nullify, kein Zunichte machen.
Also wenn Archegos müsste jetzt in der einleitenden Schnellzauberphase hingehen und sich eine geheime Verzauberung draufspielen, einfach um den Eindruck zu erwecken, da ist jetzt ein Schutz. Ich sag dir, das interessiert Mr. Bubu nicht. Der hat das ja vorhin so gemacht, obwohl er ein Hidden Enchantment auf sich drauf hatte, das er noch nicht kannte, das wir übrigens immer noch nicht kennen. Könnte Rüstung sein, Rhinohide oder so vielleicht. Vermutlich auch. Deshalb hat er es auch noch nicht aufgedeckt, weil er nicht angegriffen wurde. Ja, also ich würde das jetzt wirklich wegmachen, diesen Zauberstab. Sonst macht er gleich, sonst wirft er gleich einen Hurl Rock und dann noch einen Arcane Zap. Wobei wahrscheinlich wäre es schlauer, dort Joint Strength zu dispellen und dann nochmal drauf zu schießen. Aber 26 Mana, der muss irgendwas mit seinem Mana machen. Das ist nicht gut, wenn man. Na gut, ich meine, Mr. Bubu hat auch massenweise Mana. Spannend, spannend. Ja, also dieses Elefantengras hat's alles rumgerissen. Das ist unglaublich. Vor allem die perfekte Zone gefunden, ne? Ja, das Elefantengras war deswegen so gut, weil das Wasserele den Push nicht geschafft hat, um ihn rauszupushen. Und deswegen war das Elefantengras super. Und weil dann der Magier, der Wizard, sich entschieden hat, seinen Teleport auf Alandel zu benutzen, statt den Gegner aus dieser Zone raus zu teleportieren und dann hinzurennen. Also das war einmal Pech und einmal Fehlentscheidung. Oha, ich glaube, ihm ist nicht klar, dass das eine Full Action ist. Er ist jetzt ja durch die Dings gegangen. Gut, dann nehme ich den zurück und greife doch lieber die Schlange an. Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, ja, Climbing über eine Wand mit einem Angriff macht trotzdem Schaden und ist trotzdem eine Full Action. Ja, genau. Also, das ist trotzdem eine ganze Aktion, genau. Ja, von der Idee her war das ja schon ganz gut, aber. Mir war nicht klar, dass es auch Durchgangsschaden, dass man Durchgangsschaden frisst, wenn man darüber wandert. Ja, du kannst ja nicht über eine Feuerwand klettern, ohne Schaden zu nehmen. Das geht nicht. Bist du sicher? Hört sich nach 80% ja, an. Ja, nee, 100%. Das habe ich gerade erst neulich gelesen. Okay. Der Durchgangsschaden, solange du eine Kreatur bist, die auf der Bodenebene unterwegs ist, bekommst du den Durchgangsschaden, wenn du von der einen Zone in die andere wechselst und eine Wand ist dazwischen. Muss ich jetzt nochmal eine Rüstung anlegen? Ja, stimmt, steht extra dabei. Ja, das ist jetzt ein verschwendeter Schnellzauber von dem Tiermeister, sich jetzt eine Rüstung anzulegen. Ich glaube nicht, dass das Ele ihn geschlagen hätte, von daher. Ja, jetzt hat er aber eine gute Chance, den Ele kaputt zu machen, oder? Nein? Ja, wobei 3 Schaden brauche. 3 Crit. Ja, mit 4 Würfeln ist das eigentlich eine schlechte Chance, aber ist nicht unmöglich. Könnte man vielleicht einen Zauber auspacken. Naja,
Würde ich doch gemeint haben. Und statt die Rüstung hätte er doch lieber was schmeißen können. Ach, das meintest du. Ja, Ja, das dachte ich auch. Ist halt die Frage, ob der überhaupt Attack Spells hat. Als Tiermeister hat man sowas ja nicht unbedingt dabei. Dann hat er sich eine Waffe ausgepackt, dass er einen Würfel mehr hat. Ja. Die wird er doch wohl bei haben. Ja, Naturschule und Dunkle Schule, die haben noch keine Attack Spells, ne? Wobei Ah, der interessant. Das war super, super gut, die Rüstung anzuziehen. Ich bin hin und weg. Ich denke, er kann nicht bewegt werden, er ist doch unbeweglich. Ja, aber er hat gerade die Schuhe dissolved. Ah ja, okay. Und er schreibt noch, gut, dass ich die Armor angelegt habe. Oh ja, das war gut. Das ist schon witzig. Ach, jetzt alles andere wäre unklug gewesen. Jetzt wird's mir erst. Wahnsinn. Ja, also wir können ja mal kurz gleich gucken, wie viel Schaden die Armor jetzt tatsächlich verhindert. Bisher sind es zwei. Und normalerweise sollten es fünf sein. Jetzt sind es drei. Jetzt müssten es zwei werden, damit es, na, vier. Ah, ich glaube, der hat aber Elf gut Schaden gewürfelt. insgesamt, glaube ich. Okay, 11 Schaden ist. Ja, war schon gut. Jetzt geht's der Gurkenarcherin an den Kragen. Vor allem jetzt ist ja das Pet dabei. Jetzt sind das ja richtig viele Würfel. Jetzt rappelt's richtig. Das sind 5, 6, 7. Moment. Puh, Moment. Wie viele sind das jetzt? 8 habe ich gezählt. Eieiei. Aber er wirft nur mit 7. Ich glaube, es ist 5, 8, ja. 6, 7, 8. Ah, Genau, ja, 8 Weak. normal, minus Nee, Weak 1. ist weg. Ne, er hat einen Weak Ah, noch. nee, hat er Ach zwar. so. Das ist lustig. Ja, Genau. okay. Also 7 Würfel, ja. Ja, das stimmt. Und macht 8 Schaden plus ein Bleed. Ja, und wenn jetzt noch der Magier draufhaut, dann kann es das gewesen sein. Oh. Nee, Der muss oder? schon richtig sahnig sein, der Wurf denn. Ach so, ja, doch, stimmt schon. Ja, mit 4 Würfeln 5 Schaden machen durch eine Rüstung. Das heißt, dann müsst ihr 6 Schaden würfeln mit 4 Würfeln. Nicht unmöglich, aber auch nicht gerade wahrscheinlich. Tja, der Wasserelementar. Mach endlich dieses Elefantengras weg. Aber das wäre auch verschwendet. Ja, nee, Die da. Aktion. Genau. Da würde er nur 3 Würfel rollen und hätte nichts erreicht. Ja, 3 Würfel können auch 6 Schaden sein. Können sein, ne? Aber dann ist das Gras trotzdem noch nicht weg. Und mittlerweile sind die Kreaturen gar nicht mehr in dem Gras drin. Mittlerweile braucht er das Gras nicht mehr. Ich glaube auch Ach. nicht, dass sein Wunsch ist, jetzt durch den Dornwald zu wandern. Dann sei er tot. Also ich meine, jetzt hat er den Magier angegriffen. Das hätte er die ganze Zeit schon tun sollen und können. Schon an zwei Punkten, wo der keine Rüstung hatte, hätte er das machen können. Uha. 4 Schaden? Ah ne. 3 Schaden, okay. Tja, und jetzt zum Beispiel, zählt jetzt das Push oder zählt er nicht? Weil in seinem ersten Wurf war kein Push. Da kann man sagen, naja, man würfelt alles zusammen oder man würfelt es getrennt. Ich würde sagen, ja, das Schlechtere zählt. Weil ich fies und gemein bin. Das heißt, ich würde sagen, nö, ist jetzt nicht gepusht. Was würdet ihr sagen? Ich würde ihn pushen lassen. Ich würde sagen, neuer Wurf zählt. Neuer Wurf Neuer zählt. Wurf. Ja, Da gehe ich mit. aber es ging ja nur um den Schaden und nicht um den Effektwürfel. Den musste man ja nicht neu würfeln. Ja, das muss man aber noch vereinbaren, bevor man den zweiten Wurf macht. Ey, Schneeente springt in jede Grauzone, wo er kann, ne? Ist einfach ein neuer Wurf. Akzeptieren wir's. So, bam!
Ja, aber genau, das ist ja kein Neuwurf. Es wurde ja der Schaden neu gewürfelt. Ja, kann man so oder so sehen. Aber das sind ja faire Spieler. Und die sehen es auch so, oder? Naja, klar, die sollen das unter sich ausmachen. Ich meine, als Schiedsrichter muss man nur eingreifen, wenn die sich streiten. Und da die Spieler alle sehr wohlwollend miteinander umgehen, kommt das ja eigentlich auch nicht vor. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ich meine, Arrhidigas sagt selber, dass der Effektwürfel des ersten Wurfes gilt und da muss ich auch zustimmen. Ich finde, das ist auch genau so, sollte es auch sein. Also wenn ich der Spieler wäre, würde ich auf jeden Fall nach dem ersten Wurf sagen, ich habe mich vertan, aber der Push ist schon gewürfelt, ja, und dann nicht einfach sofort neu würfeln, weil dann ist wirklich die Frage. Ja, aber wenn du hinterher sagst, also als derjenige, der gewürfelt hat, sagt ja von sich aus selbst, okay, ich nehme das schlechtere Ergebnis für Ja, mich. dann Also ist es das, fair, klar. Was ist genau, auch ganz anders fair. Arrhidigas, ja klar, aber Arrhidigas hat ja selbst gesagt, nee, nee, der Effektwürfel des ersten zählt. Das finde ich auch, ja, sehr Ja, die Schützen haben auch so fair. viel Schaden bekommen. Dings hat draufgehauen, der Beastmaster. Ach so, er hat den Stein noch nicht umgedreht. Und jetzt gibt es hier mal wieder bei Octagon einen Bug. Und zwar wird sich das Ding um einen heilen. Das ist richtig. Das heißt, es wird gleich 10 Schaden haben. Aber der Bleedmarker wird noch drauf sein. Der verschwindet nicht von alleine. Richtig. Ja, also du, Bleed findet statt, Regeneration findet statt. Im Prinzip machst du jetzt einfach den Bleedmarker ohne Kommentar runter und das Ding ist erledigt. Genau. Genau, aber es gibt ja auch, ja. Gut, bei Days verschwindet es auch nicht nach der Aktion automatisch, von daher. Das wird auch nie automatisiert werden. Das ist eine Sache, das kann das Programm nicht erkennen. Da gibt es einfach zu viele Sonderfälle. Das Programm kann nicht erkennen, dass das verknüpft ja nicht das Umdrehen vom Aktionsmarker mit irgendeiner Aktion, die hinterher stattfindet. Die Aktion wird erst ausgelöst, wenn du einen Angriff beginnst, ja, dann findet diese automatische Berechnung statt. Aber das Umdrehen von dem Aktionsmarker hat damit nichts zu tun. Ja, ich habe da jetzt auch keine Kritik von wegen, das ist jetzt aber schlecht programmiert. Es gibt einfach Dinge, die sind so komplex. Was hat er denn jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Das Ding hatte 10 Schaden. Vielleicht hat er den Bleedmark gar nicht runterbekommen. Oder er hat sich verklickt, wer weiß. Was mich gewundert hat beim Turnier, da gibt es ja jetzt noch ein paar andere Spiele, die dieser Tage stattgefunden haben. Und zwar hast du mal die Ergebnisse gesehen? Nein. Und zwar in Gruppe C. Sailor Vulkan hat sein erstes Spiel gewonnen. Ach, das hatte ich mitbekommen, ja. Und zwar gegen Und Ash. ja. Und Ash hatte vorher gegen Red gewonnen, Ja. wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Ich habe noch kein Spiel von dem gesehen. Co-Shade hat auch keins aufgenommen. Würde mich mal interessieren. Aber gegen Sailor Vulkan zu verlieren, dazu muss man sich anstrengen, oder? Also, nein, ich finde, er spielt gar nicht schlecht, aber er baut sich häufig seltsame Decks. Also, und deswegen ist er schon von vornherein im Nachteil, Ja. weil seine Deckidee irgendwie ein bisschen verkorkst ist und nicht so richtig stimmig funktioniert. Er kommt ja mit interessanten Ideen, aber die funktionieren halt häufig nicht und dann ist das Deck halt nicht so stark. Ja. Also ich hatte das Spiel gesehen, Ash gegen Red. Und Ash hat ganz klassisch mit dem Wizard gespielt und mit Gate of Ultari und mit dem Gremlin-Spam. Das, ja, war schon ganz gut, was ich da gesehen hatte.
Und in der gleichen Zone hat Parkdeck noch nicht ein einziges Spiel gemacht. Das wundert mich doch ein bisschen. Ja, hab ihn heute angeschrieben. Der hatte viel zu tun und jetzt will er durchstarten. Okay. Ja, bin auch mal gespannt. Aber Seda Vulkan, also ja, er baut sehr seltsame Decks und das führt auch dazu, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, noch nie, wo er gewonnen hat. Ich habe mit ihm in letzter Zeit oft Academy gespielt und genauso, also. Er hätte gegen mich letztens fast gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das sein Magier ist, mit dem er jetzt im Turnier spielt, deswegen möchte ich nicht verraten, was das ist. Aber ich sag mal so, es hat eine gigantische Schwäche. Und wenn dir die bewusst ist, dann hat er einfach keine Chance mehr zu gewinnen. Allerdings, wenn du das erste Mal gegen das Deck spielst, dann dann ist dir das vielleicht nicht so klar, worauf du achten musst. War es mir zumindest beim ersten Mal nicht 100 Pro und deswegen wäre ich auch fast drauf gegangen. Wie gesagt, er hat halt immer so Deckideen, thematische Ideen und die sind halt nicht immer besonders stark. Zum Beispiel, dass er irgendwie ein Labyrinth baut und dann bezahlt er 30 oder 40 Mana für Mauern auf dem Spielfeld. Damit sein Talos dann halt überlebt. Ja, aber ich meine, wenn du 30 oder 40 Mana für Mauern bezahlst, damit dein Talos überlebt, dann reißt es der Talos nicht mehr raus, wenn er dann da ist. Weil der Gegner in der Zwischenzeit halt auch für 40 Mana was gemacht hat. Ach so. Das ist auch eine coole Idee. Alles voller Mauern zu bauen. Ja, das hat er mit seinem Warlord eine Zeit lang gemacht. Und dann, ja, mit Außenposten und dann, ja. Ja, so ein Spiel mit Warlord und Außenposten haben wir ja erst gehabt. Oh. Ja. Und viele Mauern auch. Ich glaube 7 oder so. Ja, stimmt. Aber das war anders. Das war wirklich ein Labyrinth. Und dann auch mit Fallen in dem Labyrinth. Sehr thematisch, aber ob es effektiv ist, weiß ich nicht. Das meine ich. Der macht immer so thematische Sachen. Die sind, also von der Idee her, wenn du irgendwie eine Geschichte dazu schreibst, wäre super. Aber stark ist halt, weiß ich nicht. Stark ist es halt nicht, wenn du so viel Mana in Mauern investierst. Die nützen dir halt nichts. Die greifen ja den Gegner nicht an. Ja, siehst du, das steckt bei mir auch noch drin und das habe ich von Magic übernommen. Du baust ein Deck auf irgendwie um eine Karte rum oder um zwei Karten, genau. Und dann sieht das aus und ja, das habe ich auch noch. Deswegen fällt mir Mage Wars Deck bauen auch sehr schwer. Das macht er auch. Der überlegt sich dann irgendwie eine schöne Combo oder was und um dieses baut er dann das Deck auf. Aber das funktioniert hier leider nicht so wirklich. Also es gibt hier wenig Combo-Decks. Ich wollte ein Combo-Deck machen mit hier mit diesem Wasserele plus Battle Fury plus Korallenriff. Ich finde, das ist so unheimlich stark. Aber normal spielen ist einfach stärker, leider. Das heißt, wird der Tiermeister nochmal durchgepusht in der einleitenden Schnellzauberphase? Ah, das lohnt sich nicht. Nicht, wenn der zwei Rüstungen hat. Das hat letztes Mal 6 Schaden. Der Wasserelementar pusht halt nochmal zurück. Na, stimmt. Er hat ja noch. Na, stimmt. Na gut, dann. Und das durch seine eigene Wand. Sechs Schaden wieder, wenn ich das richtig gesehen habe. Schon wieder eins über dem Schnitt. Ne, weiß ich gar nicht. Ist nicht mal eins über dem Schnitt, glaube ich. Ist genau Durchschnitt, denke ich. Mhm. Okay, 6 Schaden, ja. Wenn er jetzt nochmal 6 Schaden bekommt durch das Element, plus nochmal ja die 3 Würfel. Das ist langsam gefährlich. Ach nee, gegen den Magier haut er ja auch mit 5 Würfeln zu. Letztes Mal hat er da gar nicht drauf gehauen. Man hat immer das Gefühl, dass man Terrible spielt, wenn man aus einer Gewinnerposition in die
Verliererposition geht. Und meistens ist da dann auch was dran. Das wundert mich jetzt, dass er Mr. Bubu hier jetzt nicht keinen Schnellzauber macht. Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, zurückgepusht worden zu sein und hat nichts entsprechendes. Schon wieder. Nee, 5 Würfel ist richtig. Ja, nee, ich meine, er hat nicht damit gerechnet, zurückgepusht zu werden und jetzt würfelt er eben nochmal den Push. So, ja. Ja. Deswegen, jetzt schreibt er es ja auch, meine eigene Wall is killing me. Das kommt. Genau das dachte ich mir, als er sie gespielt hat, dass das gegen ein Wasserele echt eine schlechte Idee ist. Ja. Gut, er hatte dann natürlich die Schuhe, aber ja, die hatte er wohl nur einmal. Das war nichts. Bisher ein Schaden, weiter Schaden. Jetzt muss er sich entscheiden, entweder er killt die Schützin, es macht ihn aber offen für noch einen weiteren Push. Oder er läuft mit dem Magier weg, dann kann die Schützin aber weglaufen. Also ich, ja, weiß nicht. Das Problem ist, der hat auch noch Hurl Rock, der Wizard, der kann da gleich links nach hinten gehen und dann wirft dann Hurl Rock. Das sind nochmal 6 Würfel. Und er hat nur noch 8 Leben. 8 Leben ist echt wenig. Der ist quasi tot. Ja. Wenn jetzt die Schützin, ja, die Schützin stirbt jetzt. Ja, aber er ist tot. Also ich sehe nicht, dass er da noch jetzt 8 Leben, wie will er das noch schaffen? Der bekommt ja gleich auf jeden Fall nochmal einen Hurl Rock rein. Und dann hat er vielleicht noch 3 Leben. Und das ist ein Wizard. Der hat massenweise Tech-Spells und weiß, der Henker. Er kann nur einen zaubern. Das wird nichts. Das wird nichts. 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Ich zähle auch 6. Ich sehe keinen Weak. Weak sehe ich auch nicht. Kameraden, tu es. Das Grinsen schon. Ja, reiß sie auseinander. Das tut nicht gut. Ist egal. Also, dadurch, dass der Wizard jetzt einfach auf den gegnerischen Mage fokussieren kann, das ist alles nicht schlimm. Und er kann auch nicht entkommen. Ne, das ist es. Also eigentlich ist die Sache gegessen. Wie kommt ihr denn darauf, dass der jetzt sterben wird? Der hat halt noch 8 Leben. Also. Ja, aber selbst wenn er jetzt nicht stirbt, stirbt er nächste Runde. Und ich wüsste nicht, was es überhaupt für Karten gäbe, die das verhindern könnten. Außer er hätte jetzt nochmal Rüstung und Veterans Belt. Und nächste Runde nochmal Rüstung und zur Sicherheit noch ein Veterans Belt, falls der gesäuft wird. Aber selbst dann wird er trotzdem wahrscheinlich verlieren. Wenn er sich einfach mal. Er könnte eine Mauer spielen, um Angriff dieser Runde zu entgehen. Eine Mauer wäre super. Eine Mauer wäre super. Da muss ich. Also so eine in der Mitte weiter nach oben, Verlängerung nach oben, sowas in der Art. Ja, oder sich selbst einmauern. Und dann. Regrowth rausholen und dann sich erstmal heilen. Aber das hat er. Er hat nicht damit gerechnet, dass er diese Runde so viel Schaden bekommt. Zwei Rüstungen. Oh, habt ihr den Wurf? Genau durchschnittlich gewürfelt. Das sind 4 Schaden. Ordentlich. Ja, und jetzt hat er noch 4 Leben. Na gut, bin gespannt. Wahrscheinlich wäre es jetzt genau richtig. Ach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er noch machen kann. Jetzt in die linke Ecke gehen,
Und der nächste Runde als Quickcast zwei Mauern spielen. Und dann bist du da an der linken Ecke sicher. Das Mana hätte er dafür. Ja, der Wolf, der kann gar nichts. Möchte ja wohl auch sein, wenn man sich das in Fantasy-Norm vorstellen würde. Wie so ein kleiner Wolf auf so ein Wasserelementar einprügelt, echt nicht. Echt nicht. Ja, gut. Wirklich nicht. Da kann wirklich, was soll denn da passieren? Freiheit. Dann wird die Schnauze ein bisschen nass. Das war's dann auch. Brace yourself. Null Schaden. Das wird eine Nullnummer. Das wird 36-0. Ach ja, der Falken ist natürlich jetzt nicht das Nützlichste. Vor allem nicht, wenn der Gegner einen Elementarzauberstab mit Steinschleuder hat. Ja, vielleicht hätte man das dissolven sollen. Da hat der Falke gerade abgehoben, dann fliegt er schon wieder zum Boden. Ja, ne, der Falken nicht. Der ist endlich dem Joch des Magiers entkommen und kann machen, was er will. Ach wenn so. Der Magier gleich tot auf dem Boden liegt. Das ist eine Art Friedenstaube. So eine Art. Ja, interessant, dass er aber das Spiel an sich nochmal gedreht hatte. Wenn er ein bisschen mehr auf sich geachtet hätte, wäre er auch nicht so schnell gestorben. Mit dem Grizzly würde ich seine Chancen nachträglich sogar ganz gut nochmal bewerten. Ich weiß aber nicht, was Aridigas dann gebracht hätte. Wenn der Grizzly und der Wolverine hinten stehen geblieben wären, dann hätte Aridigas vielleicht auch noch mal mehr ausgepackt. Ich weiß nicht, was er hat. Ja, das kann natürlich passieren. Ich glaube, der Tiermeister hätte im Endeffekt noch mehr Kreaturen rausnehmen können. Ein Timberwolf alleine ist sowieso nicht so stark. Da könnten noch mehr Timberwölfe da sein. Vielleicht noch ein Alpha. Wolf, der die nochmal stärkt, weiß ich nicht. Was wird er da noch haben? Hat er nur 49 Karten, wenn da wenig Angriffszauber dabei sind und er auch bisher nicht so mit Verzauberungen um sich geworfen hat, da werden dann noch ein paar Tiere dabei sein. Und er hat ja auch den Bestienring rausgenommen. Das hier ist jetzt die vierte Kreatur, die er rausgenommen hat. Da werden noch weitere, ja, noch viel, viel mehr Kreaturen drin sein. Hauptsächlich auch Level 1, wenn er die dann so im Laufen beschwören kann. Falken bestimmt noch einige. Falken wobei sind er natürlich keine Leer hat, sondern alle selbst beschwören müsste. Und an sich, so viele Kreaturen machen dann nicht so viel Sinn, wenn du gleichzeitig ein Meditation-Amulett hast. Aber naja. Ja, sag ich halt deshalb. Level 1 Kreaturen, die er mit dem Schnellzaubermarker nehmen kann. Ja, gut, aber für Level 1 Kreaturen musst du an sich nicht meditieren. Das stimmt. Kann man da nicht so einen endlosen Strom draus schaffen, ja, dass man halt immer meditiert, sich irgendwie mehr Mana verschafft und mit dem Schnellzauber schickt man halt immer irgendwelche Einzelkreaturen in den Tod, ja, tatsächlich in den Tod und dann irgendwann kommt mal zwischendrin so ein mittelstarkes Ding, was den Gegner permanent irgendwie in Action hält. Ja, das ist auch der Plan. Also ich denke, er wird seinen Pet draufschicken, irgendwann ist das Pet tot und dann die nächste Kreatur, die er rausnimmt, vielleicht ein Timberwolf wieder mal als mittlere Kreatur, würde dann wieder Pet werden und ansonsten dazwischen meditieren und dann Level 1 Falken zum Beispiel spielen. Mhm. Und so dann wieder aber ein bisschen der Mana sammeln für eine dickere Kreatur. Mir scheint es trotzdem sinnvoller, das mit einer Leer zu machen. Ja, du kannst ja in der ersten Runde Leer- und Meditationsamulett spielen. Ja, aber hat er ja nicht. Was hat er da ein großes Heilen? Ist ja nur eine kleine Heilung.
Ja, Rose kostet 4 Spell Points. Da nimmt man oftmals lieber die kleine, vor allem weil man die auch bequem an so einen Magier-Zauberstab binden kann. Die große ist manchmal auch ein bisschen Overkill, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Falken heilst oder einen Timberwolf, dann brauchst du manchmal nicht 8 Würfel, sondern da reichen auch 5. Ja, wobei ich ehrlich gesagt meistens so eine kleinen Viecher nicht heilen würde, sondern dann lieber 9 beschwören im Quickcast. Oh, was war das denn? Das war richtig kacke. Aber wirklich. Drei Mana-Kristalle. Ey. Ich würde niemals auf die Idee kommen, drei Mana-Kristalle zu stellen. Das ist mir einfach so ein Ding viel zu gierig. Aber es scheint ja nützlich zu sein. Ja, kommt drauf an, kann man da nur sagen. So, jetzt hat er nochmal die Chance, den Wasserelementar zu zerstören. Vier Würfel. Tu es. Jawohl. Das sieht doch schon mal tuffig aus. Klonk und weg. Und jetzt sieht's auf einmal ganz anders aus. Findest du? Ja. Also wenn er jetzt noch mehr 27 Heilungen, wenn er jetzt Schaden. noch mehr Heilungen hat, dann kann er das schon überleben. Ja gut, sagen wir mal so, wenn er jetzt noch wirklich zweimal weit zwei Heals noch hätte, dann ja. Aber die Chance ist echt nicht so groß, dass er nochmal zweimal Heal hat. Also sehr, sehr klein, also quasi ausgeschlossen. Wer kommt dann mit drei Heals los dabei? Und klar, ja, also ich sehe immer noch die Chancen sehr, 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 sehr schlecht. Boah, das gibt's doch gar nicht. Was denn per Hand? Ach du. Das ist ja schwach jetzt an der Stelle, finde ich. Es könnte sich alles ändern, wenn der Beastmaster noch eine Wall hätte. Damit könnte er richtig viel Zeit gewinnen. Eine Wall und dann noch ein bisschen mehr Rüstung anziehen, aber sieht mir nicht. Mal. Wobei, der hat bestimmt noch irgendwie so eine Wall of Thorns. Guck mal, jetzt ist der Elementarzauberstab aufgelöst. Aber 7 Leben hat er und er hat wahrscheinlich nichts zum Intercepten. Und na gut, ich meine, wenn er eine Wall hat, okay. Da jetzt 2 Walls hinzuspielen, oh ja, das wäre gut. Ich glaube, aber ansonsten hat er. Redigas bekommt jetzt langsam die Flatter. Weil er merkt jetzt, verdammt, das könnte er auch noch verlieren. Also, ja, es kommt darauf an, wie gut jetzt das Buch ist. Auf wie viele Situationen er vorbereitet ist, weil es gäbe Möglichkeiten, da jetzt tatsächlich in Sicherheit zu kommen. Ist die Frage, ob er sie im Buch hat. Also, er ist ja gehindert. Also jetzt gerade im Kampf, wenn es um die Magier-Aktion geht. Also Mr. Wu hat 1, 2, 3, 4 Kreaturen und das heißt mit dem Magier zusammen 5 Aktionen. Aridias hat nur 2 mit seinem Magier alleine. Wenn man jetzt also zum Beispiel immer einen Jinx auf ihn spielen würde, auf den Aridias, da fällt eine Aktion schon mal weg
Ja, also die Aktion der Schnellzauberphase, wenn er die dann auch macht, wäre schon mal gekontert. Und wobei er hat jetzt Initiative, glaube ich. Ja, weil er ist ja jetzt zuerst dran. Aber trotzdem mit Jinx zu spielen, dass eine Aktion mal wegfällt und dann mit der anderen die andere blocken, indem man wegläuft und eine Mauer zwischen sich spielt. Ja, Und dann Mauern wären jetzt super. die Kreaturen erstmal zuhauen lassen, weil Aridias kann auch nur eine Zone laufen, der ist ja gehindert. Das heißt, wenn der, also ich könnte jetzt mir vorstellen, Mr. Bubu könnte nach, also in Jinx spielen, eine Aktion blocken, dann nach rechts laufen und eine Mauer hinstellen, zwischen, ja, in die Zone von Meridias Blessing, an den linken Rand eine Mauer spielen. Und dann könnten alle drei Tiere nämlich den Zauberer angreifen, wenn er hinterherläuft. Ja, mal sehen, ob er noch Mauern hat. Wie gesagt, Mauern wären hier wirklich, wirklich gut. Aber 7 Leben ist halt wirklich nichts mit 2 Rüstung und ohne Interceptor. Also, da kann ein Hörboulder, da könnte es schon zu Ende machen. Gut, er hat kein Hörboulder mehr. Aber ich meine nur, also, es gäbe einiges an Attack-Spells. Ich meine, der hat 36 Mana, der kann sich alles leisten. Und zwei Elementarzauberstäbe wurden aufgelöst. Ja. Gut, aber ich meine, er muss nur noch 7 Schaden machen. Er hat gleich Quickcast. Na dann los. Kann schon zu Ende sein. Ich meine, 9 Schaden mit einem Würfelwurf, mit 7 Würfeln, ist doch drin. Eine Oh Gott. Verzauberung. Vielleicht Rust? Weiß ich nicht. Warum denn jetzt verzaubern und nicht angreifen? Ja, jetzt hat er vielleicht eine Heilung vorbereitet, will sich reinknallen und jetzt weiß er nicht, ob er das machen soll. Das ist eigentlich nicht schlechter, jetzt eine Verzauberung zu benutzen. So. Tja, das muss man wohl riskieren jetzt. Sonst, er wird ja nie sehen, ob es Poison Blood ist, wenn er sich nicht heilt. Was meint ihr, ist es Poison Blood? Ich würde ja beinahe schätzen, das ist auch dieses, wenn er einen Zauber spielt, hier dieser Fluch, wenn er einen Zauber spielt, kriegt er einen Schaden direkt. Ich glaube, Nee, oder Jinx. dann, wenn er sowas hätte. Jinx oder Nullify. Wenn er sowas hätte. Ja, also wenn er Mage Bane hätte, dann hätte er auch Poison Blood. Wenn der. Nullify wird auch Sinn Und machen. dann Hilft wäre auch gegen Heilung. er. Ja. Und auch gegen Regrowth, Und wenn er wenn sich jetzt. verzaubert. Wenn jetzt nicht aufgedeckt wird, ist es kein Rust. Nee, wird nicht aufgedeckt, ist also kein Rust. Das ist gut, da wirkt Nullify nicht. Okay. Ja, und mit dem Gürtel kann man auch mal testen, ob da vielleicht ein Poison Blood drauf ist, weil das wird ja dann eventuell aufgedeckt. Und da kann man es immer noch entfernen. So, Schild ist deaktiviert, jetzt kommt der Timberwolf mit 4. Ja, wird doch noch mal knapper. Dann so war es kein Schaden. Der Timberwolf, der hat aber jetzt schon mehrere schlechte Würfe hintereinander. Aber hat er nicht auch relativ lucky den Wasserelementar fertig gemacht? Ja, aber nach vielen, vielen schlechten Würfen. Ich muss mich trotzdem beschweren, der Timberwolf kann niemals ein Wasserelementar besiegen. Niemals. Das ist Fantasy. Kein Bleed, naja. Immerhin 6 Schaden durch das Durchdringen wirkt die Rüstung nicht. So, jetzt ist die Frage, deckt der Poison Blood auf? Jetzt ist er in der Situation, ja,
löst er die Rüstung auf, löst er den Gürtel auf oder geht er voll auf Angriff? Wenn er voll auf Angriff geht, kann es sein, dass er schlecht würfelt und die Rüstung so viel abblockt, dass er im Endeffekt nichts davon rauskriegt. Und jetzt kann er sogar gleich eine Mauer spielen. Das ist richtig, richtig gut. Ihr mit eurer Mauer. Da kommt keine Mauer. Bestimmt nicht. Du musst an die Mauer glauben. Und er hat eben Arcane Zap benutzt. Das sind ja nur 4 Würfel. Hätte er noch einen stärkeren Angriffszauber, hätte er den genommen. Weil er auf hat ja jeden das Mal. Fall. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das, und das ist vielleicht dann auch seine Rettung jetzt. Der scheint keine Angriffszauber mehr zu haben. Ja. Weil wenn, also das war ja gerade genau die Chance, einen starken Angriffszauber zu finden. Das hätte das Spiel beenden können. Und er hatte nur Arcane Zap. Also. Ja? Ja, aber was macht er jetzt? Geht er jetzt weiter, Nahkampfangriff, Arcane Zap drauf? Das kann in die Hose gehen. Der muss wahrscheinlich jetzt nochmal über 2-3 Runden versuchen, die Verteidigung aufzulösen. Ich würde mich da jetzt nicht auf den Zufall verlassen und die Angriffe auf Arcane Zap mit 4 Würfeln macht er 2 Schaden. Und der Nahkampfangriff mit 3 Würfeln, der macht ja auch 2, sagen wir mal. Und dann wird noch 2 regeneriert, dann überlebt er immer noch. Und wenn er dann einmal eine Runde nicht im Nahkampf angreifen kann und Arcane Zap nicht in Reichweite ist, dann kriegt er überhaupt keinen Schaden. Er hat jetzt Poison Blood aufgedeckt, okay, also hat er nicht regeneriert. Poison Blood war auf jeden Fall eine gute Wahl. Und wie gesagt, eine Mauer würde die ganze Sache beenden. Eine Mauer und dann hat er keine Chance mehr. Ja. 2 Mauern am besten. Einmal das Spielfeld teilen. Dann, das kostet ihn so viel Zeit, die Mauern dann kaputt zu machen. Ich würde sogar hingehen und nur eine Mauer, er hat das Mana, er kann 2 Mauern spielen und ich würde einen Push vorbereiten, damit, wenn der hinterherläuft, als volle Action, ihn direkt nochmal zurückpushen. So. Aber er kann sich doch theoretisch hinter eine Wand teleportieren. Das würde doch funktionieren. Er hat keine Line of Sight, er kann nicht durchgucken. Das heißt, er kann nicht sich durchteleportieren. Das geht nur, wenn du durchgucken kannst. Es gibt ja einige, die blockieren Line of Sight und einige nicht. Okay. Er muss Sichtlinie zu der Zielzone haben, wo du dich hin teleportieren willst. Verstehe. Jetzt wird der Zauberer schön aufgeknabbert. So ein Angriff mit ja, es kommt die Mauer, siehst du. Da ist zack. Da ist er dann doch. Jetzt kann er höchstens ranlaufen und Arcane Zap schießen. Mehr ist nicht drin. Könnte aber auch damit gerechnet haben und einen Push vorbereiten. Oder vorbereitet haben. Ach. Ihr seid doch Hexen, Mann. Woher wisst ihr, dass das er das Spielfeld teilt? Weil das einfach richtig gut gewesen. Viele Möglichkeiten hat er nicht. Wäre. Also ist. Das ist einfach richtig gut jetzt. Jetzt muss er weg. Ja, nee, jetzt sollte er eigentlich weggehen und sich. Also jetzt kriegt er. Ja, er sollte sich jetzt Poison Blood runternehmen. Er muss regenerieren. Ja, macht er. Ja. Ja, das ist genau das, müsste Priorität haben. Das kann Aridigas durchlaufen mit der vollen Aktion und die schnelle Aktion auf der anderen Seite ausführen. Und in der nächsten Runde hat er Initiative, das heißt, er kann direkt nochmal einen Zauber hinterher setzen. Aber was macht er jetzt? Löst er erst die Rüstung auf? Löst er den Gürtel auf? Macht er neues Poison Blood drauf oder greift er an? Also es sind... Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass er keine Attack-Spells mehr hat, sieht es dann doch gar nicht mehr so gut für ihn aus, weil an sich mit 2 fetten Attack-Spells wäre die Sache ja schon ist gewesen. Hätte er kein Poison Blood machen müssen und kein Arcane Zap, sondern, oh, er geht durch. Interessant. Muss er machen, er hat keine andere Wahl. Er kann nicht auf der anderen Seite bleiben. Klar. Und die Mauer kaputt zu schlagen und zu schießen, das kann erstens auch in die Hose gehen und zweitens verliert er eine ganze Runde dadurch. Ja, die Sache ist, wenn er jetzt, ja, er muss nächste Runde auf jeden Fall eine Aktion benutzen, um einen Nullify auf sich zu spielen. Ansonsten pusht er den ja einfach wieder zurück.
Boah, das hat so einen Wurf gemacht. Vier Krebs direkt schon mal im ersten. Da vergeht ihr doch das Grinsen. Ja gut, aber zum Glück war ja Dings jetzt an. Ja, Zweier nochmal hinterher. Insgesamt drei schon. Oh, nochmal drei dann. Nochmal insgesamt fünf bisher. Und nochmal zwei. Sieben. Sieben bei einer Rüstung mit Schild ist nicht schlecht. Ja. So, was macht jetzt der Timberwolf? Also der Falke kann natürlich drüber fliegen, aber Timberwolf und der Wolverine, die Nee, müssen da Timberwolf auch kann doch auch einfach. Ja, die müssen auf jeden. die müssen die volle Timberwolf? Aktion brauchen. Nee, Timberwolf nicht, oder? Ah doch. Creatures of Level 2 or higher. Okay. Ich glaube, ich würde mit einem durchgehen, mit dem anderen warten. Wobei, ich würde nur warten, wenn ich noch einen Force Push habe. Wenn ich keinen Force Push mehr im Deck habe, würde ich natürlich mit beiden durchgehen. Klar. Und es ist nicht garantiert, dass ein Beastmaster Force Push hat. Von daher wahrscheinlich mit beiden durchgehen. Also es gab eine Zeit, da hatte ich Force Push zweimal mindestens in jedem Deck, ganz gleich, was für ein Magier es ist. Aber mittlerweile gibt es so Ja. viele andere neue gute Zauber, das fliegt dann halt irgendwann raus. Genauso wie Suchende Zerteilung. Das hatte Genauso ich ist es bei früher mir auch in auch, meinem Deck. ja. Ich hatte auch früher immer mindestens einmal, eher zweimal Force Push. Aber wie du schon sagst, es gibt so viel mittlerweile. So viel Kram, den man haben möchte. Falken kriegt er nochmal drei Würfel. Ja, macht die Rüstung kaputt, damit er in der nächsten Runde ballern kann. Also wird jetzt regeneriert, dann hat er 29 von 36, 7 Punkte muss er schaffen. Und das kann er mit einem Nahkampfangriff und mit einem Vierer Arcane Zap, kann er das durchschnittlicher machen. Dann muss Mr. Bubu muss sich irgendwie wieder Rüstung hochmachen oder nochmal eine Mauer dazwischen stellen. Aber Ende, was du gesagt hast am Anfang des Spiels, ich erinnere mich noch, da hast du auf jeden Fall recht gehabt, ne? Mit dem Wasserelementar, ich weiß nicht, da war noch eine zweite Sache. Ach, der komische Ritter. Das hat ihn so viele Spellpoints gekostet, dass er wirklich einfach nichts weiter im Deck ist, ne? Also da kommt ja auch wirklich nicht mehr viel jetzt, ne? Ja, das irgendwo ist halt auch leider so. Ich meine, wenn du 12 Punkte für eine Kreatur bezahlst und dann nochmal 10, ein paar Sachen müssen rausfliegen, ja. Und offensichtlich waren es dann die Attack-Spells, die ihm das jetzt gerettet hätten. Weil er hatte ja wirklich nur ein Hurlboulder und ein Hurlrock. Sonst hätte er es jetzt ja wohl gespielt gehabt, als er die Wahl hatte, den Gegner zu töten. Von 35 Mana. Man sieht doch, diese Mana-Generation, die er da aufgebaut hat, das ist viel zu viel. Ein Mana-Kristall oder meinetwegen zwei, das genügt. Ja, er braucht ja nur zwei große Kreaturen, oder wie viel hat er? Zwei große Kreaturen, Ja, ne? ohne Spawn Point, Ja. egal welche Art, brauchst du nicht so eine krasse Mana-Generation. Auf jeden Fall stimme ich dir zu. Hätte er jetzt eine Battleford und hätte sich jede Runde Rüstung und so weiter angelegt, ne, dann hätte er sein Mana benutzen können. Oder hätte er Gate of Vultari, hätte er jede Runde Kreaturen spielen können mit dem Mana. Aber wenn du nur zwei Aktionen hast, dann brauchst du keine, ja, keine Ahnung, 13 Mana pro Runde. Vor allem, wenn dein Mage selber noch mitkämpft. Und er möchte ja mitkämpfen, er hat ja Elemental Wands und so weiter im Deck. Also, das passt dann nicht von der, ja, von der Strategie her. Auf jeden Fall, er hätte noch mehr Kreaturen spielen sollen können, aber nicht so teure, die ihn doppelt kosten, sondern ich meine, die Arkane Schule hat auch keine schlechten Kreaturen. Gerade wenn du mit einem Mage Wand spielst, mit Teleport ist eine Hydra auch nicht verkehrt. Neun Würfel auf keine Rüstung macht ja durchschnittlich neun Schaden. Und dann diese Whirling Spirits oder wie auch immer die heißt. Ja. Die Wirbelwinde, die sind auch nicht verkehrt, die sind im Prinzip wie der Wasserelementar, nur anders, billiger. Ja, und vor allem kosten sie dich nur 4 statt 12. Das heißt, du kannst 3 Whirling Spirits drin haben statt einem Wasserelo. Und 3 sind eindeutig besser als eins davon. Also. Die kosten noch auf, war die kosten noch auf Erhaltung, war das nicht so? Ja, dafür hast du aber dann diese Mana-Generation hier. Mhm.
Tja, ich mal dem Wizard keine Chance mehr aus, ehrlich nicht. Sieht mau aus im Moment. Wenn Mr. Buhu jetzt noch einen Rüstungszauber hat oder eine Wand, dann war's das. In der Wand, auf jeden Fall. Das kann die Lösung sein. Ja, Mauern sind einfach, keine Ahnung, die sind gut. Ja, Frage ist, wie viel Rüstung hat er? Also dreimal eine Dornwand im Deck zu haben als Naturmagier ist okay, aber viermal, ich weiß nicht. Irgendwo ist Also auch eine ich Grenze. würde, wenn er wirklich nur drei hat, hätte ich halt die dritte nicht gespielt, eben. Stimmt. Das da oben war ja, bestand ja keine Veranlassung. Von daher gehe ich davon aus, dass er noch eine vierte hat. Oh, ich benutze eine Aktion, um zu verzaubern. Das wird wahrscheinlich wieder Poison Blood sein. Der verzaubert sich auch. Wenn jetzt kein Nullify aufgedeckt wird, war es Poison Blood. Ist Nullify. Ja, Jinx sogar, okay. Aber Jinxen bringt ihm jetzt hier wenig, weil der regeneriert. Ja, Und, Jinx ist schlecht, ja. Jinx bedeutet ja nur, dass es herausgezögert wird, das Spiel. Herauszögerung ist genau das, was er nicht will. Er will es jetzt schnell beenden. Also, jetzt greift er um 4 K. Oh, Säurekugel. Aha. Guck, das zeigt, wie desperate er ist. Er hat nichts, Aber was. dann 5. Guck mal, 5. Ja. Und 6 sogar. 6. Ja. Und das war's. Das Oh, und dann war's. so ein Lucky Hit. Und dann so ein Lucky Hit. Oh Gott. Und guck mal, hätte er kein blödes Jinx gemacht, sondern, ne, sondern einen normalen Schuss, hier sein. Ach, unfassbar. Oh Mann. Also, das war noch ein super spannendes Spiel. Jo. Ja, ich bedanke mich bei euch. Würde mich freuen, wenn ihr Ja. das nächste Mal auch wieder am Start seid, ja? Immer wieder gerne. Sag einfach Bescheid. Okay, dann wünsche ich den Zuschauern auch noch einen schönen Abend. Peace out. Ciao, tschüss.